Sehr geehrtes Publikum, Herr Kaltenhäuser, Herr Ninas, schön, dass Sie heute Abend alle hier vor Ort sind zu einem doch sehr spannenden und auch sehr wichtigen Thema, was wir heute Abend besprechen möchten. Bevor ich allerdings vorfahre, möchte ich noch den obligatorischen Hinweis, wenn auch sehr offensichtlich, geben, dass diese Veranstaltung per Video aufgezeichnet und hinterher auch auf YouTube zu sehen ist. Ich begrüße auch unsere online dazu geschalteten Gäste, die sich von ihren Geräten zu Hause aus hier dazu geschaltet haben. Auch an Sie ein herzlich willkommen. Ja, dieser Abend widmet sich der Faszination Weltall, wie man unschwer erkennen kann. Sie wissen, es geht heute um Weltraumexpansion versus Nachhaltigkeit. Und wir wissen auch, ich denke, der Tag heute zeigt es wie kein anderer, dass sehr viele Global Player sowohl auf staatlicher Ebene als auch auf privatwirtschaftlicher Ebene auf den Plan zieht, die sich alle mit ihren Interessen einbringen wollen in den Weltraummarkt. Genau, heute Abend, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, hat Amazon-Chef Jeff Bezos seinen Jungfernflug gestartet und ist inzwischen auch wieder sicher gelandet. Ja. Heute Abend wollen wir vor allem Fragen aufwerfen, zum Beispiel inwiefern Chancen, aber auch Herausforderungen bestehen angesichts privatwirtschaftlicher und staatlicher Bemühungen um den Weltraum. Wir wollen auch eine Sicht auf die Legislative werfen. Wem gehört das All überhaupt, wenn man das so fragen darf, und wonach entscheidet sich das? Und natürlich wollen wir auch einen Blick auf lokaler Ebene werfen. Sie wissen sicherlich, dass Rostock-Lage schon seit längerem zur Debatte steht als möglicher Weltraumbahnhof. Darüber wollen wir sprechen und natürlich auch zu guter Letzt über das Thema Nachhaltigkeit in Sachen Weltraumfahrt und Forschung. Ja, darum soll es heute Abend also gehen, und ich darf in diesem Rahmen auch zwei besondere Gäste begrüßen, Herrn Sven Kaltenhäuser und Herrn Niklas Ninas. Beide möchte ich kurz in einem Porträt vorstellen und dann können wir auch fortfahren. Genau. Politische Expertise bekommen wir, wie gesagt, von Herrn Niklas Ninas. Herr Ninas hat an der Rostocker Universität das Fach Good Governance im Bachelor abgeschlossen und hat sich dabei spezialisiert auf internationales sowie europäisches Recht. 2009 wurde er aktives Mitglied der Grünen Jugend. Seit 2015 ist er der Sprecher der LAG Frieden, Europa und internationale Politik in Mecklenburg-Vorpommern. 2018 wurde er zum Mitglied des Landesvorstandes des Bündnis 90 Die Grünen Mecklenburg-Vorpommern. Und schließlich ein Jahr darauf, also 2019, wurde Ninas im Rahmen der Europawahl zum Mitglied des Europäischen Parlaments gewählt. Und dort gehört er der Fraktion der Grünen, EVA, an und ist in den Ausschüssen für regionale Entwicklung sowie für Kultur und Bildung tätig, und auch beschäftigt er sich mit dem Thema Weltraumrecht. Begrüßen Sie gerne Herrn Ninas mit einem Applaus. Und nun darf ich Ihnen auch einen weiteren Gast vorstellen, der sich uns heute Abend mit reichlich Expertise zum Fach mitteilen wird. Das ist Herrn Sven Kaltenhäuser. Er studierte an der Technischen Universität Braunschweig das Fach Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik. Seit 2006 leitet er die Abteilung für Air Traffic Management Simulation und ist verantwortlich für das Validierungszentrum Luftverkehr am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Herr Kaltenhäuser forscht im Bereich der Integration von Raumfahrzeugen in den Luftverkehr und ist außerdem als nationaler Experte Mitglied der EASA Task Force Higher Airspace Operation und auf Seiten des DLR verantwortlich für die DLR-FAA-Kooperation zum Thema Commercial Space Integration sowie für die Aufgaben des DLR im CESA Exploratory Research Project zum European Concept of Higher Airspace Operations ECHO. Begrüßen Sie gerne auch Herrn Kaltenhäuser mit einem Applaus. Ja, und kurz zu mir. Mein Name ist Anne Horn. Ich darf heute Abend diese Veranstaltung moderieren. Ich bin unter anderem Redakteurin und Moderatorin bei Radio Loro und freue mich sehr, hier heute teil sein zu dürfen bei dieser besonderen Veranstaltung. Bevor wir jetzt fortfahren mit einer Diskussionsrunde, die erst von uns geleitet würden. Im Anschluss haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Notieren Sie die gerne auf Ihren beiliegenden Zetteln.
Zuvor möchte ich aber jetzt erst an Herrn Kaltenhäuser abgeben. Er hat nämlich netterweise eine Präsentation vorbereitet. Ja, ganz herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Vielen Dank. Schönen guten Abend zusammen hier im Raum, aber auch online draußen. Um den Abend ein bisschen einzustimmen, war so ein bisschen die Idee zu schauen, was tut sich im Moment in der Fragestellung eben auch bezüglich der Nutzung von Weltraum-Startoptionen aus Deutschland heraus. Und ich würde aber im Zuge eben unserer sozusagen des Ortes, auch in dem wir uns befinden, das Ganze dann durchaus ganz gerne auch eben in den Kontext eben der europäischen Entwicklung stellen und schauen, wie man das Ganze auch im Zusammenhang mit Europa eben bewerten kann. Kurzer Überblick, was ich vorhabe anzureißen. Ich würde ganz kurz darauf eingehen, was eigentlich das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist, um da ein bisschen Einblick zu geben. Dann auf die Ziele der Machbarkeitsstudie Spaceport Rostock-Lage eingehen, die natürlich ein bisschen Aufhänger auch dafür sind, dass ich heute hier sitze. Dann quasi auch auf einen Aspekt eingehen, der für uns in dieser Studie eine Rolle gespielt hat, nämlich auch die Markt- und Bedarfseinschätzung. Also was braucht man jetzt eigentlich so etwas und inwiefern macht das Sinn? Dann ein bisschen die grundsätzlichen Standortvoraussetzungen für Rostock zu streifen und einen Einblick zu geben in den operationellen Ablauf von so einem Airlaunch, weil das ist im Prinzip die spezielle Startmethode, die für Rostock an der Stelle in Frage käme. Nichtsdestotrotz würde ich dann auch ganz gerne einen kurzen Überblick geben über den aktuellen Microlauncher-Wettbewerb in Deutschland, der parallel eine Rolle auch spielt an Entwicklungen, auch in den Medien durchaus präsent ist. Und auch das Thema Regulierungsrandbedingungen zumindest anreißen. Und ich glaube, an der Stelle können wir uns dann noch ein bisschen weiter vertiefen, was denn sozusagen hier auch an rechtlichen Rahmenbedingungen noch entscheidend ist, um solche betrieblichen Varianten umzusetzen. Ja, steigen wir ein. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist so eine gewisse Dreifaltigkeit in unserer Rolle. Wir sind zum einen eine Forschungseinrichtung und in dieser Forschungseinrichtung bin ich jetzt auch nicht tätig. Wir sind aber gleichzeitig die Raumfahrtagentur für die Bundesrepublik Deutschland und ein Projektträger. Das heißt, da werden entsprechende Projektressourcen verwaltet und für Projekte bereitgestellt. Das DLR forscht in im Wesentlichen, ja, man kann sagen, sechs Gebieten. Das geht natürlich zum Teil miteinander über. Luftfahrt- und Raumfahrtforschung und Technologie namensgebend, dementsprechend auch sozusagen der Schwerpunkt der Forschungsgebiete im DLR, aber wir forschen eben auch im Bereich Verkehr, Energie, Sicherheit als Querschnittsbereich, also alles, was im Bereich Sicherheit sozusagen aus Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr, Infrastrukturen verwendet werden kann, findet sozusagen dort seine Abbildung und auch im Bereich Digitalisierung. Sowieso in aller Munde, aber es spielt auch in diesen Bereichen eine große Rolle, sozusagen die digitale Transformation eben auch hier weiter voranzutreiben. Das tun wir mit mittlerweile 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Eine Zahl, die auch mich manchmal immer wieder verwundert und im Positiven erstaunt. Insgesamt 55 Institute und Einrichtungen betreibt das DLR. Wir haben Büros in Brüssel, Paris, Tokio, Washington, im Prinzip da, wo wir auch im Bereich internationaler Forschung uns mit vielen anderen Forschungseinrichtungen vernetzen. Man sieht hier so ein bisschen die entsprechenden sozusagen die entsprechenden Standorte. Das sollte eine relativ aktuelle Darstellung sein. Wir sehen auch einen entsprechenden Standort, der hier mit Neustrelitz relativ in der Nähe. Ich selber komme jetzt vom Standort in Braunschweig, in Niedersachsen. Dort sind wir etwa 1200 Mitarbeiter, die sich auf verschiedene Institute mit eher Schwerpunkt der Luftfahrtforschung konzentrieren. Ich persönlich bin jetzt vom Institut für Flugführung. Das Institut für Flugführung beschäftigt sich mit Fragestellungen rund um das Thema Luftverkehr, Luftverkehrsmanagement, Unterstützung von Piloten bei all ihren Aufgaben, aber eben auch von Fluglotsen, bis hinein im Prinzip in Fragestellung des Flughafenmanagements, ist das im Prinzip unser Aufgabenbereich. Jetzt kann man natürlich fragen, Flugführung, Luftverkehr, warum sitzt der hier heute und erzählt was über Raumfahrt? Das hat letzten Endes ein bisschen mit dem Inhalt zu tun, den ich Ihnen gleich noch vorstellen werde. Denn es geht bei vielen Fragestellungen, die wir aktuell im Bereich des sogenannten New Space haben, im Bereich von neuen Startkapazitäten, eben auch in Europa,
darum, dass solche Vehikel eben durch den Luftraum letzten Endes hindurchfliegen müssen, um in den Weltraum zu kommen. Dabei muss für die entsprechende Sicherheit gesorgt werden. Und wir wollen auf der anderen Seite, dass dieser Vorgang, wie Sie schon sagen, natürlich effizient abläuft, also sicher und effizient. Das heißt, wir wollen den Luftverkehr dabei so wenig wie möglich in Wechselwirkung treten, so wenig wie möglich stören und beiden Verkehrsarten sozusagen gute Möglichkeiten geben, gemeinsam betrieben werden zu können. Und so fällt es dann im Prinzip gerade eben dieser erste Bereich eben eines solchen Raumfluges, nämlich von der Erdoberfläche bis in den, sozusagen durch den Luftraum hindurch, bis der Weltraum erreicht ist, eben in unserer Aufgabengebiet. Was haben wir dazu gemacht? Sozusagen der Bezug zu Rostock kommt natürlich ganz speziell her aus einer Studie, die wir in den letzten 2 Jahren, also ja, kann man sagen, im Prinzip 2019 begonnen haben. Wir haben sie 2020 abgeschlossen. Dabei ging es um die Machbarkeit eines Weltraumflughafens. Da stimmt sich nicht korrigierend eingreifen. Nein, natürlich nicht, aber gerade im Sinne eines Flughafens, die Rostock-Lage, sprechen an der Stelle eben von einem Weltraumflughafen hier in dieser Region. Das Ganze war eine Studie im Auftrag der Ministerien für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung sowie Bildung, Wissenschaft und Kultur, die uns diesen Auftrag gegeben haben, um eben eine entsprechende Machbarkeit zu untersuchen. Hier mal sozusagen die 2 Ziele, die wir uns in dieser Studie sozusagen als Überschriften gesetzt haben. Da geht es zum einen darum, dass wir nachweisen wollten, die Grundlagen eines sicheren und wirtschaftlichen Transportbetriebes von Rostock-Lage aus, sowie eben die Nutzung vorhandener Infrastrukturen, also was ist am Flughafen bereits vorhanden, was ist auch in der Umgebung vorhanden, um eben einen Spaceport am Flughafen Rostock-Lage zu schaffen, aber eben nicht nur in Rostock-Lage, sondern auch eben auch als Teil eines Verbundes mehrerer norddeutscher Standorte. Das waren sozusagen die beiden Aufgaben. Wir haben ein entsprechendes Studienergebnisdokument letztes Jahr dann im Spätsommer eingereicht und vorgestellt. Und wir sehen hier schon so ein bisschen angerissen an den Bildern im Prinzip die Flugarten und Raumflugvarianten, um die es geht, denn es hat sehr viel natürlich mit geflügelten Systemen zu tun, die eben auch an einem Flughafen starten und landen können. Denn so kommt quasi der Flughafen Rostock-Lage überhaupt ins Spiel. Was war der Treiber sozusagen für die Studie und für diese Entwicklung? Das ist zum einen etwas, was wir sozusagen, was sich über die letzten 10, 15 Jahre entwickelt hat und sozusagen unter dem Stichwort New Space firmiert, quasi die neue Art Weltraum, Wirtschaft, Weltraumforschung zu betreiben. Es handelt sich dabei um eine Entwicklung, die sehr stark geprägt ist durch die Kommerzialisierung zum einen. Also kommerzielle Interessen stehen gerade mehr und mehr im Vordergrund, aber im Hinblick eben auf vor allem die Art und Weise, wie Unternehmen an die Nutzung des Weltraums herangehen. Das heißt, der Weltraum wird an der Stelle eben nicht mehr so sehr als Mittel zum Zweck gesehen, sondern eigentlich als die Umsetzung, um entsprechende Geschäftsmöglichkeiten zu generieren. Zum anderen geprägt eben auch durch Miniaturisierung und Kostensenkung. Das heißt, die Nutzung von immer modernerer Technologie, kleineren Bauteilen, neuen Fertigungsverfahren, auch neuen Entwicklungsverfahren, die sich immer stärker eben auch an den Entwicklungsmethoden orientieren, wie wir sie aus der Digitalwirtschaft im Bereich des Silicon Valley beispielsweise kennen. Das hat letzten Endes zu einer Entwicklung geführt, unter anderem, die es eben ermöglicht hat, immer mehr Funktionen, auch nur noch kleinere Satelliten zu komprimieren und diese Satelliten gegebenenfalls dann auch mit kleineren Trägerraketen starten zu können. Und den Effekt, den das Ganze letzten Endes gehabt hat, kann man im Prinzip hier in dieser Grafik schon mal ganz gut verdeutlichen, wo wir im Prinzip die Anzahl gestarteter Satelliten weltweit dargestellt sehen, ausgehend von 2012, die entsprechende Entwicklung bis 2019. Und wir sehen hier im Prinzip auch noch farblich kodiert, welche Größenkategorien an Satelliten letzten Endes dort in dieser Gesamtanzahl einfließt. Und wir können im Prinzip, dass, wenn wir sozusagen im Bereich 2012 schauen, wir um die 130 Satelliten dem Jahr gestartet haben. Das ging dann durchaus nochmal mit einer entsprechenden Variation hier auch im Jahr 2016 wieder nach unten. Aber man sieht im Prinzip über diesen Zeitraum
eine Tendenz von einer etwa Verdreifachung der Anzahl an gestarteten Satelliten. Der Großteil dieser Satellitenstarts oder der Anzahl an Satelliten geht in den Bereich der Kleinsatelliten. Das ist nämlich genau dieser blaue Balken, den wir hier unten sehen, der im Prinzip eine Größenordnung bis ca. 600 Kilogramm umfasst. Das ist, muss man natürlich dazu sagen, durchaus auch schon einer Entwicklung geschuldet, die getrieben wird durch die sogenannten Mega-Constellations. Das, was der eine oder andere vielleicht mitbekommen hat, was von Seiten SpaceX momentan mit Starlink in den Weltraum gestartet wird, also eine große Anzahl von Satelliten, die die Erde umkreisen, um bestimmte Dienstleistungen bereitzustellen. Und diese Art von Satelliten werden üblicherweise in niedrige Erdumlaufbahnen gestartet. Das heißt, das sind Bahnhöhen um die zwischen 300 und 600 Kilometer Höhe. Es gibt durchaus welche, die etwas höher fliegen. Und umkreisen die Erde häufig auch eben in Bahnen mit sogenannter sehr hoher Inklination, das heißt einer hohen Neigung gegen den Äquator. Und das, was wir hier sehen, ist zum Beispiel jetzt mal ein Beispiel für Satelliten, quasi auch eine Art Konstellation, nämlich zur Fernerkundung von der Firma Planet, die auf sogenannten polaren Umlaufbahnen fliegt, die also quasi über die Pole der Erde angeordnet sind. Und solche entsprechenden vergleichsweise niedrig fliegenden Satelliten lassen sich eben besonders gut auch mit kleineren Trägerraketen oder eben gestaffelt mit sozusagen einer größeren Trägerrakete eben sehr viele Raketen dann in den Erdorbit starten. Und wie man halt an der Stelle sehen kann, durch diese Nord-Süd-Ausrichtung eben auch von der Startrichtung her, nicht wie man das sonst kennt, dass man eben in Richtung Osten startet, möglichst äquatornah, sondern ich kann hier an der Stelle durchaus auch Startorte wählen, die eben nicht nah am Äquator liegen, sondern eben zum Beispiel in der Region von Europa, um eben auch in solche polaren Umlaufbahnen geschossen zu werden. Das ist eben eine weitere Entwicklung, die sich damit verbindet. Miniaturisierung, kleinere Satelliten, über kleinere Satelliten, günstigerer Bau von Satelliten. Ich kann mehr bauen. Ich kann sie in niedrige Erdumlaufbahnen schießen und kann dann durch eine größere Anzahl von Satelliten dann trotzdem wieder einen weltumspannenden Dienst quasi aufbauen. Die Entwicklung hat dann, wie gesagt, auch dazu geführt, dass es eben eine zunehmende Anzahl, also man kann quasi geradezu sagen, einen Entwicklungsboom gegeben hat im Bereich der sogenannten Micro-Launcher, also Raketen, die eine Nutzlastkapazität haben zwischen etwa also um die 500 Kilo bis 1000 Kilogramm. Die Grenzen sind da fließend und nicht so scharf eingegrenzt, die halt an sich kleiner sind, die, wie wir gesagt haben, auch etwas andere Umlaufbahnen adressieren, die dementsprechend auch einen flexibleren und auch lokaleren Start beispielsweise von Europa aus möglich machen. Damit wiederum in die Nähe eben auch der Produktionsstätten in Europa kommen, größere Kundennähe in dem Sinne zu den Kunden, ist in dem Falle der Satellitenhersteller für die Rakete. Und damit auch eine größere Unabhängigkeit von den ansonsten global ja sehr stark festgelegten Startorten. Und das kann unter anderem halt auch ganz interessant sein, wenn ich beispielsweise einen Satelliten, eher aus der Europäischen Union heraus beispielsweise starten möchte oder vielleicht sogar von einem nationalen Weltraumzugang starten möchte, wenn ich meinen Satelliten nicht quasi erst aus der Hand geben muss, muss ich jetzt beispielsweise nach Indien oder nach China oder in die USA bringen, um ihn dort starten zu lassen. Das sind sozusagen Dinge, die dort passieren. Wir sehen hier ein paar sozusagen Beispiele aus der ESA Micro-Launcher-Studie der ersten, bei denen eben zum Beispiel eben auch deutsche Hersteller sich beteiligt haben und was dann auch der Ausgangspunkt war für die Micro-Launcher, die momentan gerade in der Entwicklung sind. Nun haben wir aber ja darüber gesprochen, dass wir uns eben angeschaut haben, wie ein Flughafen Rostock-Lage als Weltraumflughafen genutzt werden kann. Und in dem Zusammenhang ist eben besonders interessant, dass eine besondere Art von Micro-Launchern eben sogenannte luftstartfähige Satelliten sind, die mit einem auf Englisch halt Air-Launch-Verfahren, also Luftstartverfahren, von einem geflügelten Trägerflugzeug dann ausgestartet werden. Wir sehen hier mal verschiedene Konzeptvarianten, um einfach das Prinzip ein bisschen zu verdeutlichen. Die wahrscheinlich bekannteste Variante, die, wenn man sich so ein bisschen in der Presse umschaut, momentan ist Virgin Orbit.
Virgin Orbit hat den sogenannten Launcher One, der hier gerade sozusagen abgeworfen wird von dem Trägerflugzeug, entwickelt und mittlerweile zweimal erfolgreich gestartet. Es ist eine Boeing 747, die als Trägerflugzeug verwendet wird, an der hier im Prinzip zwischen sozusagen dem inneren linken Triebwerk und dem Rumpf eine entsprechende Aufhängung montiert ist. Das sehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer. Und von dort aus die entsprechende Trägerrakete vom Flughafen aus mitführt, in ein Startgebiet fliegt und von dort aus dann den Start durchführt. Es gibt andere Konzepte, hier links beispielsweise ein Konzept, was in Deutschland gerade entwickelt wird, was eben mit etwas kleineren Rakete auf Basis eines Airbus A320 als Trägerflugzeug basiert oder eben aber auch Konzepte, die eine entsprechende Überschall- oder Überschallstelle, Basisstufe verwenden, die quasi direkt vom Flughafen aus starten würde und dann im Prinzip an einem entsprechenden höchsten Punkt auch eine Startstufe noch aufsetzt, um einen Satelliten dann in den Orbit zu transportieren. Diese Varianten haben wir uns speziell angeschaut, speziell eben sowohl als Grundprinzip und eben auch als sozusagen Option eines Airlaunches eben von Deutschland aus, um sozusagen zwei Themengebiete zu adressieren, eben flexible kommerzielle Starts, um eben Nutzlast in den Orbit zu bringen, als auch für potenzielle hoheitliche Missionen im Bereich des Responsive Space, also eines reaktiven, schnellen Starts von Satelliten in einem eher sicherheitspolitischen Kontext. Wir haben uns für den Flughafen Rostock-Lage zwei weitere Verfahren auch angeschaut, die an einem entsprechenden Weltraumflughafen ebenfalls durchgeführt werden können. Das sind zum einen suborbitale, wiederverwendbare Raumfahrzeuge. Sie werden sich möglicherweise daran erinnern, dass in der letzten Woche Richard Branson mit dem Spaceship 2 mit Virgin Galactic gestartet ist. Das ist übrigens dieses Vehikel hier. Das war ein sogenannter suborbitaler Flug, ähnlicher Luftstart. Also auch dieses Raumfahrzeug hängt unter einem Trägerflugzeug, wird in der Luft dann ausgeklingt, die in dem Falle Feststoffrakete zündet und bringt das Raumschiff auf, nun eine Höhe von etwas über 80 Kilometer Höhe. Das heißt, es ist ein suborbitaler Flug, das heißt, es wird keine Erdumlaufbahn erreicht, sondern ich kehre im Prinzip in einem Parabelflug anschließend wieder zurück zur Erde. Auch hier, das Beispiel hier beispielsweise von der Firma Polaris aus Deutschland, die eben ein entsprechendes Konzept gebaut hat, was eben mit einer anderen Konfiguration auch sozusagen suborbital fliegen würde. Solche Art von Raumflügen haben wir uns als Potenzial eben auch für Rostock-Lage als Weltraumflughafen angeschaut. Ebenso orbitale, wiederverwendbare Raumfahrzeuge, in dem Fall hier als Beispiel der Dream Chaser von der Sierra Nevada Corporation, der zunächst unbemannt, später vielleicht einmal bemannt, als Transporter zur ISS Nutzlasten transportieren soll und als horizontal landendes System dann wieder zurückkehrt zur Erde, ähnlich wie das Space Shuttle das früher gemacht hat. Auch solche Vehikel könnten natürlich auf einer Startlandebahn landen. Auch das haben wir uns entsprechend angeschaut. Im Fokus für eine Nutzung steht allerdings momentan eher die Thematik Airlaunch, weil dort eben gerade die Nachfrage nach dem Transport von Nutzlasten besonders im Fokus steht. Jetzt sind wir mit Rostock-Lage allerdings nicht die einzigen in Europa, die auf die Idee kommen, sich solche Startverfahren anzuschauen. Und ich habe hier mal auf einer Karte entsprechend zusammengestellt, welche sozusagen Weltraumbahnhöfe, welche Weltraumflughäfen momentan in Europa in der Diskussion stehen oder schon existieren. Wir kennen natürlich alle, ich hoffe, Sie können das sehen, sozusagen den europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, an der Spitze Südamerikas. Von dort aus starten die Ariane-Raketen, Vega-Raketen und auch die Soyuz-Rakete für die ESA. Wir haben zudem zwei sozusagen operierende Spaceports in Schweden und in Norwegen, Kiruna und Andoya, die bislang Höhenforschungsraketen primär schießen, das heißt noch keine Nutzlasten im Weltraum, die aber dabei sind, die entsprechenden Fähigkeiten auszubauen, um dort auch eben Orbitallaunches durchzuführen. Wir haben ansonsten eine ganze Reihe von Aktivitäten in Großbritannien, dort vor allen Dingen für Vertical Launch momentan. Also wir haben freien Wettbewerb ausgetragen an der Stelle, von daher werden sozusagen nicht, es werden am Ende sicherlich nicht alle diese Punkte später mal als Weltraumflughafen oder Weltraumbahn fungieren. Sozusagen ganz vorne in der Entwicklung steht momentan die Shetland-Insel,
für vertikale Starts und UK Cornwall hier für Starts eben auch mit Virgin Orbit, also ein geflügeltes System für den Launch. Weiterhin sehr aktiv ist Italien, die für Suborbitalflüge mit Virgin eine entsprechende Kooperation abgeschlossen haben und an der Südspitze von Italien dort einen Weltraumbahnhof in Betrieb genommen haben. Und ebenfalls projektiert ist die Insel Santa Maria auf den Azoren und von dort aus entsprechend auch vertikale Starts, also mit Raketen dann senkrecht durchzuführen. Für Deutschland markiert Rostock, ja, sprechen wir heute drüber. Es gibt aber auch noch eine weitere Initiative, nämlich die entsprechende Initiative von OHB zusammen mit der Rocket Factory Augsburg, beziehungsweise den Kollegen, die dort jetzt im Rahmen der German Offshore Spaceport Alliance der GOSA zusammen daran arbeiten, sozusagen möglicherweise eine Offshore-Plattform für vertikale Starts in der Nordsee in der ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands in Betrieb zu nehmen. Diese würde in etwa, ganz grob an dieser Stelle, dann fungieren und von dort aus entsprechende vertikale Starts ermöglichen. Soweit jedenfalls die Idee. All das muss man dazu sagen, in unterschiedlichen Ausbaustufen, operationell, momentan Angola, Kiruna, Peru. Ja, grundsätzliche Standortvoraussetzungen eines Weltraumflughafens in Rostock Lage. Zu Rostock muss ich Ihnen wahrscheinlich gar nicht so viel sagen. Rostock war für uns sozusagen in der Bewertung her, eben als Universitätsstadt und Wissenschaftsregion, erstmal von den Voraussetzungen her sehr gut geeignet. Gehört zu den Hightech-Regionen Norddeutschlands und ist eben auch innerhalb des norddeutschen Clusters der Luft- und Raumfahrtindustrie angesiedelt, wenn man wirklich sozusagen den gesamten norddeutschen Raum betrachtet. Dementsprechend auch viel Know-how und viel Kompetenz im Bereich in der Luft- und Raumfahrt bereits hier vor Ort und auch in der Region vernetzt. Für den Flughafen Rostock-Lage selber, den wir hier oben auch nochmal im Bild sehen, haben wir uns natürlich angeschaut, wie die Infrastrukturvoraussetzungen dort aussehen, sowohl was das Thema Startbahnlänge, Abstellpositionen, Möglichkeiten des Handlings von einem entsprechend geflügelten Raumfahrzeugsystem aussehen. Grundsätzlich sehen wir halt da sehr gute Standortvoraussetzungen für die Weiterentwicklung über einen Verkehrsflughafenbetrieb hinaus. Es stehen eine ganze Reihe erschlossener Flächen in der Umgebung des Flughafens, aber auch auf dem Flughafengelände noch für einen Ausbau als Industrie- und Gewerbestandort zur Verfügung. Man muss immer davon ausgehen, dass doch über die Ansiedlung eben von entsprechenden Unternehmen dort dann noch ein bisschen Infrastruktur entstehen wird. Und wir haben es mit einem militärisch-zivilen Flughafenbetrieb zu tun, der aus unserer Sicht durchaus ideal ist, gerade für die Nutzung für hoheitliche, kommerzielle und wissenschaftliche Bedarfsträger, die alle sozusagen als mögliche Bedarfsträger für solche Airlaunches in Frage kommen. Zudem, man kann das hier so ein bisschen in der Grafik hier auf der unteren Seite sehen, haben wir eine ganze Reihe etablierter Flugbeschränkungsgebiete aufgrund der militärischen Nutzung des Flughafens, wirklich sehr großflächig um das Gebiet des Flughafens herum, die wiederum relativ gute Voraussetzungen bieten, um darauf aufbauend im Prinzip entsprechende Flugmanöver dann auch zu ermöglichen. Wie so ein Flugmanöver aussieht, kann man jetzt an der Stelle, oder möchte ich an der Stelle noch mal kurz erläutern, wenn wir uns über sozusagen entsprechendes Luftstartsystem unterhalten. Wie würde so ein operationeller Ablauf grundsätzlich aussehen? Wir haben zum einen mal die Vorbereitung der entsprechenden Trägerrakete, die muss irgendwo produziert werden. Da müssen die entsprechenden Satelliten am Ende eingebaut werden. Diese Art von Integration in die sozusagen Nutzlastverkleidung auf den entsprechenden Raketenadapter erfolgt entsprechend an einem entsprechenden Ort. Man muss sehen, dass man dafür einen entsprechenden Reinraum zur Verfügung hat. Die Infrastrukturen sind dann entweder am Spaceport oder irgendwo in der so angesiedelt, dass man den Transport von dort aus zum Spaceport dann gewährleisten kann. Für das Virgin Orbit Launcher One System, was ich hier jetzt einfach mal als Beispiel genommen habe, weil es eben momentan gerade eines der aktuellsten Systeme ist, die im Betrieb sind, stellt die entsprechende Firma dann auch solche mobile Reinraumlösungen noch bereit, um dann später auch vor Ort noch an den Satelliten entsprechend arbeiten zu können. Und das ganze System wird dann letzten Endes mit dieser ganzen sozusagen Systematik dann an dieser Aufhängung des Luftfahrzeugs montiert. Wir sehen hier mal, wie dann die entsprechende Service-Infrastruktur darum aussieht. Das sind im Wesentlichen alles mobile Gerätschaften, die dort zum Einsatz kommen, um dann sozusagen das Luftfahrzeug als auch die entsprechende Trägerrakete auf den Start vorzubereiten. Die muss natürlich betankt werden. Das entsprechende System hier funktioniert mit Kerosin und Flüssig-Sauerstoff.
als Treibstoffgemisch. Die entsprechenden sozusagen Tankungsvorgänge und Vehikel sind dann hier auch zu sehen. Und man hat dann im Prinzip in der Flugvorbereitung irgendwann sozusagen ein fertiges System an dem Flugzeug hängen, was dann betankt ist und startbereit ist. Von da aus geht der Flug in das entsprechende Startgebiet. Wir sehen hier ein paar Aufnahmen, wie dieser Abwurf der Rakete dann erfolgt. Im Prinzip das Flugzeug steigt dann eben auf diese Abwurfhöhe, das sind etwa 35.000 Fuß, das ist also quasi etwa 12 Kilometer, 13 Kilometer Höhe. Dort wird das, geht die Maschine in einen entsprechenden Steigflug, etwa 45 Grad Winkel, wirft dann die Rakete ab. Man kann das sozusagen hier in dem Abwurfvideo ja ganz gut erkennen. Man sieht auch, erahnt auch so ein bisschen, das kann hier so ein bisschen die Horizontlinie sehen, dass das halt doch so ein relativ steiles Flugmanöver für diese Art von Maschine ist. Nach dem Abwurf zieht das Trägerflugzeug dann zur Seite nach oben weg und die Rakete zündet dann entsprechend und nimmt dann entsprechend Geschwindigkeit auf und geht auf ihre Flugbahn in Richtung des Weltraums. Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, wir wollen von Rostock aus mit einem Air Launch in den Weltraum fliegen. Wie würde sowas aussehen? Wichtiger Punkt schon mal, es würde nicht über die Ostsee passieren. Das ist einfach aufgrund der entsprechenden Starttrajektorie, die so eine Rakete hat, die doch schon mehrere hundert Kilometer lang ist. Und wir müssen sozusagen nach dem Ausbrennen der ersten Stufe eine Stufe abwerfen, muss sozusagen ins Wasser fallen. Das Ganze wäre unter Sicherheitsbedingungen sozusagen von der Ostsee aus nicht in ausreichendem Maße möglich. Dementsprechend würde ein entsprechender Start dann über der Nordsee oder dem Nordatlantik hier stattfinden. Wir haben hier mal so exemplarisch zwei Startgebiete mal eingezeichnet, die ganz grob auch dann sozusagen den möglichen Startwinkel symbolisieren sollen, der dann letzten Endes dafür sorgt, dass wir bei dem Start dann nicht über bewohnte Gebiete fliegen würden. Entsprechende Startgebiete wie dieses beispielsweise wird eben auch für die Starts von Großbritannien aus verwendet, sodass das letzten Endes insofern für uns auch ganz gut war, dass unsere Ergebnisse dort ganz gut auch zu den der Kollegen in Großbritannien passen. Wir brauchen dann, um dorthin zu kommen, entsprechenden Transferflug von Rostock-Lage aus, dann in das entsprechende Startgebiet. Hier wirklich nur exemplarisch mal dargestellt, ob die Flugroute wirklich so laufen würde oder anders, ist dann, muss dann die genauere Analyse ergeben, aber könnte in jedem Fall hier entsprechend das Startgebiet über der Nordsee fliegen. Wir müssen dabei dann beachten, dass wir unter Sicherheitsbedingungen natürlich möglichst wenig anderen Verkehrsteilnehmer irgendwo, ich sage das mal, interagieren. Das heißt, die möglichen Risiken auch begrenzen, beziehungsweise auch dafür sorgen, dass wir wenig Luftfahrzeuge beispielsweise aus dem Weg räumen müssen. Deswegen hier an der Stelle rechts unten zu sehen, mal die Flugbewegung eines Tages über Europa, in die wir hier für ein anderes Startsystem mal entsprechende Abwurfzonen lokalisiert haben, wie sie sozusagen dann nach ausgebrannter Stufe auftreten würden. Und man sieht natürlich, man hat so ein paar Flugrouten, die gegebenenfalls hier durchführen, die in der Vorplanung dann entsprechend umgelegt werden würden. Aber man kann auch sehen, dass man durchaus gewisse Zonen hat, wo eben mit einer stärkeren Wechselwirkung oder mit einer geringeren Wechselwirkung zu rechnen ist. Und das ist eben Teil eben dann der Detailausplanung, dafür zu sorgen, dass man dann jetzt nicht zum Beispiel gerade einen Abwurfpunkt in so einem Knotenpunkt von Flugwegenetz hat. Wir haben hier nochmal eine Darstellung des Schiffverkehrs in der Nordsee. Auch da haben wir bei der Auswahl eben dieses Startpunktes geschaut, gibt es einen Startpunkt, der so liegen würde, dass wir eben nicht gerade über den Hauptschifffahrtswegen liegen würden. Auch das erscheint dort zumindest möglich. So, jetzt haben wir über den Airlaunch schon ein bisschen gesprochen, wie dieses Manöver stattfindet. Was Sie alle sicherlich kennen, ist ein klassischer vertikaler Raketenstart, wie man sicherlich schon zigmal gesehen hat. Sozusagen, das ist eine sehr etablierte und bewährte Technologie im Sinne der Micro-Launcher-Entwicklung, über die wir gesprochen haben. Hat es auch eine entsprechende Entwicklung gegeben. Es gab eine erste Studie für sogenannte Micro-Launcher in der ESA vor einigen Jahren, aus der dann im Prinzip ein weiteres Programm entstanden ist. Das ist das ESA-CSTS-Programm, in dem letzten Endes dann auch über sozusagen die deutsche Förderschiene drei deutsche Start-ups, würde ich das mal nennen, also Neuentwicklungen. Das sind auch wirklich neu entstandene Unternehmen, im Jahr 2020 ausgewählt worden und gefördert wurden. Das sind hier im Prinzip die drei, ESA Aerospace, High Impulse und Rocket Factory.
Dieser Aerospace hat vor relativ kurzer Zeit, nämlich im April diesen Jahres, das sind die Kollegen, das habe ich nicht, glaube ich, vertun, das sind, glaube ich, hier das, die entsprechende Abbildung, hat den Wettbewerb gewonnen, hat auch einige, mindestens einen Launch Contract auch schon sozusagen im Haus, also eine Bestellung sozusagen für einen Start, hat dann zwar ein bisschen Fördergelder dann als Gewinner des Wettbewerbs für die Entwicklung dazu bekommen und plant entsprechende Starts vom Weltraumbahnhof in Andøya in Norwegen. Es gibt dann weiterhin die Firma Hyimpulse, die ebenfalls eine Kooperation mit der Firma ExoLaunch eingegangen ist, um entsprechende Startkapazitäten anbieten zu können an den Markt. Die haben wiederum Interesse daran, vom Shetland Spaceport in Großbritannien aus zu starten. Und die Rocket Factory Augsburg, das ist hier die Rakete auf der linken Seite, hat einige Startaufträge bereits sozusagen in den Büchern stehen. Dort sind Start vom Weltraumbahnhof in Andøya geplant, zumindest der initiale Start. Die Rocket Factory selber ist auch interessiert daran, als potenzieller Nutzer eben dieser Offshore-Plattform, gegebenenfalls auch aus Deutschlandsgebiet aus zu starten. Und dann sieht man hier so eine Abbildung der German Offshore Spaceport Alliance, wie sowas dann im Prinzip von so einem Schiff aus aussehen könnte. So, und letzte Folie versprochen, Regulierungsrahmenbedingungen. All das, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist natürlich sozusagen, findet nicht in, auch regulativ nicht in einem luftleeren Raum statt. Sozusagen die ganz plakative Aussage ist, dass im Spaceport-Betrieb, ob das jetzt vertikale Starts sind oder für eben einen Weltraumflughafen, rechtliche Grundlagen benötigen. Und es gibt einige Beispiele dafür, wie solche Regulierungen aufgebaut sind. Das sind entsprechend in den USA, gibt es von Seiten der FAA entsprechende Regulierungen für eine Lizenzierung von Spaceports, auch für eine Lizenzierung als Launch Operator, also Startbetreiber, Raketenbetreiber. Es gibt aber auch in Großbritannien, die sehr viele Anstrengungen unternommen haben, um die Rahmenbedingungen für sich dafür zu schaffen. Und auch in Italien entsprechende Gesetzeswerke und Regulierungsdokumente, die diese Art von Betrieb eben sozusagen regulieren und eine Basis dafür schaffen. Insbesondere für Italien und ich denke auch für die Fragestellung, um die wir uns hier kümmern, ist das Luftverkehrsgesetz und die Luftverkehrsgesetzgebung eine wichtige Ausgangsbasis, die allerdings in ihrer gegenwärtigen Form natürlich solche Art von Betrieb bislang noch nicht vorsieht und dementsprechend dann angepasst und erweitert werden muss, beziehungsweise man muss entsprechend mit Einzelgenehmigungen sonst arbeiten, um die entsprechenden Betriebsvoraussetzungen dann auch sozusagen formell dann auch abzusegnen. Bislang, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, verfügt Deutschland eben noch über kein Weltraumgesetz, was beispielsweise auch über, sagen wir, die internationalen Regulierungen hinaus das Thema Haftung bzw. Haftungsbegrenzung für die Startunternehmen und auch für die Unternehmen, die Starts durchführen, regelt. Das ist in Arbeit, so wie wir wissen. Das ist eigentlich bislang noch nicht abgeschlossen. Gerade das Thema Haftungsfragen ist ein durchaus wichtiger Punkt, der sozusagen auch für die Durchführung von solchen Starts dann ausschlaggebend ist. Wir haben hier rechts kurz aufgelistet, ich möchte da nicht im Detail drauf eingehen, sozusagen Dinge, die wir oder Aspekte, die wir im Rahmen der Machbarkeitsstudie mit untersucht haben. Das geht über Flüge mit Trägerflugzeugen, Betrieb eines Weltraumflughafens, gegebenenfalls Durchflüge mit Passagieren, wobei das sozusagen eher in längerer Ferne liegt und entsprechende Prozesse am Flughafen schließt das in der Betrachtung mit ein. Ja, damit möchte ich meinen Streifzug allerdings auch beenden. Hoffe, ich habe Ihre Zeit nicht zu lange in Anspruch genommen und freue mich auf die weitere Diskussion. Vielen Dank für den Input und wir gehen damit gleich über in die Diskussion und ich würde tatsächlich gerne nochmal auf den Begriff, den Sie am Anfang verwendet haben, New Space, eingehen und dann nochmal kurz zusammenfassen wollen zum Verständnis. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann versteht man unter New Space alle geschaffenen neuen Möglichkeiten durch die Kommerzialisierung und Digitalisierung in Sachen Raumfahrt. Ich glaube, die Grenze ist nicht komplett scharf abgegrenzt, aber grob passt das sehr gut zu der Beschreibung. Also es sind wirklich sozusagen, es ist der Versuch, quasi mit neuen Methoden möglichst schlank aufgestellt, entsprechende wirtschaftlichen Betrieb von Satelliten, aber eben auch Raumfahrzeugen zu gewährleisten und zu ermöglichen. Sie hatten ja jetzt über Rostock-Lage gesprochen, auch über die günstigen Faktoren, die für
Rostock-Lage eben sprechen. Und ich habe gelesen in einem NDR-Bericht, dass Dörte Hausmann, die Inhaberin oder beziehungsweise Chefin des Flughafens, davon ausgeht, dass der erste Start oder vielleicht auch Airlaunch bereits in 2 Jahren möglich ist. Ist das tatsächlich realistisch? Also wir haben, im Prinzip bezieht sie sich natürlich auch auf die Ergebnisse der Studie. Wir haben da einen entsprechenden Entwicklungsfahrplan auch aufgestellt, der natürlich aber davon ausgegangen ist, dass nach Abschluss der Studie entsprechend sozusagen instantan die nächsten Schritte auch eingeleitet werden und dann etwa einen Fahrplan aufgemacht, sozusagen, wenn alles sozusagen ideal nacheinander wegläuft, dass im Prinzip wäre ein erster Start innerhalb von 2 bis 3 Jahren, also eher 3 Jahre, wenn man das jetzt auf die jetzige Zeit bezieht, passt das ja auch noch, durchführt. Dazu müssen allerdings dann genau, das war eben einer der wichtigen Punkte, diese regulativen Randbedingungen gegeben sein, um eben auch sozusagen verlässlich dann möglichen Interessenten für einen Launch, den Launch-Anbieter dann letzten Endes auch zusammenzubringen, um nachher eine Finanzierung natürlich auch des Staates dann zu ermöglichen und die, den entsprechenden Betrieb dann vorzubereiten. Mhm. Aber der Zeitplan ist da schon relativ stark gesteckt da. Weil Sie gerade auch die regulativen Randbedingungen erwähnt hatten, da würde ich gerne Herrn Nienaß auch mit einbeziehen. Denken Sie dann auch, dass das aus rein legislativer Sicht tatsächlich möglich ist, bis 2023 ein entsprechendes deutsches Weltraumgesetz in die Wege zu leiten, was das reguliert? Also, naja, theoretisch wäre das möglich und praktisch nicht. Weil praktisch ist es leider schon so, dass die Bundesregierung eigentlich schon zu Mitte letzten Jahres versprochen hatte, ein Weltraumgesetz vorzulegen. Bisher gibt es aber nicht mal einen Referentenentwurf, das heißt, wir sind in elendem Verzug und wir arbeiten, das ist auch schon seit mehreren Jahren der Fall. Man muss dazu sagen, das Weltraumgesetz, die Möglichkeit dazu, das aufzustellen, die besteht schon seit 65 Jahren. Also das ist der Vorlauf, der Verzug, den wir uns schon erarbeitet haben und an dem wir daran arbeiten. Aber ich glaube auch, es ist gar nicht so sinnvoll, ein rein deutsches Weltraumgesetz zu haben am Ende. Und zwar aus dem einfachen Grund, wir haben 27 Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, die jetzt alle ihr eigenes Weltraumgesetz erarbeiten, manche mehr oder weniger. Das heißt zum Beispiel, Bulgarien ist aktuell gar nicht so interessiert daran, weil die keine großartigen Investments da drin haben. Dementsprechend brauchen sie kein großartiges Weltraumgesetz. Andere Staaten gehen preschen voran, muss man wirklich sagen, wie Luxemburg, die haben bereits ein Weltraumgesetz. Das vor Fehlern nur so strotzt, muss man auch sagen. Das ist meiner Meinung nach nicht mit internationalem Gesetz vereinbar. Und das ist dann das andere Problem, weil dieses Gesetz muss natürlich dann auch vereinbar mit internationalen Regulierungen sein. Und dann, wenn jetzt aber alle endlich mal ihre Weltraumgesetze hätten, dann machen wir das, was wir auf europäischer Ebene immer machen. Wir versuchen dann zu harmonisieren, damit man natürlich auch Investments, wenn zum Beispiel in Deutschland gestartet werden soll, aber in Schweden, in Deutschland produziert wird, aber in Schweden gestartet und tatsächlich kommt vielleicht aus Frankreich, dann muss ja ein privater Unternehmer irgendwie eine Rechtssicherheit haben und wissen, worauf er sich einlässt. Das ist natürlich einfacher, wenn man einfach nur eine Regulierung hat, die überall gleich ist. Das heißt, wir würden danach eh wieder harmonisieren. Und deswegen sage ich, okay, wir haben eh noch nicht so viele Gesetze aktuell in Europa. Also lasst uns bitte doch einfach von Anfang an ein europäisches Weltraumgesetz etablieren und da direkt anfangen. Das wäre mein Ansatz. Und da starten wir auch gerade einigermaßen mit unserem 7. Also vor jetzt 2 Wochen haben sich die Mitgliedstaaten zumindest auf Bankenebene getroffen, über Space Traffic Management zu sprechen. Das ist so der erste Schritt, wo man sagen kann, okay, hier können wir uns auf eine gemeinsame Linie einigen. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, die Bundeswehr soll auch Weltraumbeobachtungen durchführen. Das ist dieses Space Traffic Management. Und ich denke, da hat man einen Ansatz, wo man zusammenarbeiten kann. Und was wir aber hinbekommen müssen, und das ist halt die Frage der Geschwindigkeit, möglichst zügig zu sein, weil uns die Zeit davon rennt, weil das Thema New Space wahnsinnig abhebt. Und momentan ist der Weltraum Wild West. Das heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und ich glaube, die Zustände wollen wir da oben nicht, weil das wird noch ziemlich gefährlich. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber um jetzt noch erstmal bei Rostock-Lage bzw. Mecklenburg-Vorpommern zu bleiben, warum ist es denn so wichtig, dass Deutschland und jetzt eben auch Rostock-Lage damit mitmischt, mitmacht? Und gibt es jetzt in Bezug auch auf Rostock-Lage, Sie hatten ja schon von Satellitenstarts gesprochen, gibt es da konkrete Pläne, die die Bundesrepublik damit verfolgt, mit dem Weltraumflughafen Rostock-Lage?
politischen Anregungen mag ich da jetzt gar nicht so lange viel sagen, ja. Aber sagen wir aus, was ist die Motivation dahinter? Kann mehrschichtig sein. Das ist zum einen sicherlich die Fragestellung, ob ich im Prinzip Startkapazitäten selber sind durchaus sehr stark nachgefragt. Diese Nachfragen, die schwanken natürlich auch ein bisschen. Es gibt, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, natürlich im internationalen Kontext natürlich auch mittlerweile eine ganze Reihe von Startanbietern. Nichtsdestotrotz ist es so, dass gerade für, sagen wir mal, Unternehmen, die jetzt eine relativ hohe Geschwindigkeit auch in der Entwicklung von Satelliten vorlegen können, ihre Geschäftsmodelle letzten Endes dann auch auf die Straße, in dem Fall in den Weltraum zu bekommen, natürlich darauf angewiesen sind, dass sie relativ schnell auch Satelliten starten können. Und wir haben durchaus trotz gestiegener Startkapazitäten immer noch mit zum Teil mit einem höheren Backlog zu tun, also mit einer Warteschlange quasi, um eine entsprechende Startmöglichkeit zu kriegen. Man muss natürlich sagen, dass gerade über das, was SpaceX momentan macht, mit den sehr, sehr regelmäßigen und hochfrequenten Starts ihrer Falcon 9 Rakete, da natürlich auch eine ganze Menge neue Kapazitäten geschaffen sind, die man natürlich, das muss man natürlich berücksichtigen. Der Zugang quasi national zu einer entsprechenden Transportkapazität, den sehe ich im Prinzip von verschiedenen Perspektiven. Zum einen eben die Option zu haben, in Deutschland zu produzieren, relativ nah an der Fertigung letzten Endes dann auch beispielsweise, indem sich auch entsprechende Startup-Unternehmen vielleicht dann auch in der Region Ostrostock oder sehr nahe, ich meine auch die New Space Community, sage ich mal, im Bereich Berlin ist ja nicht weit weg von hier, also man hat relativ schnellen Zugang eben auch zur Startkapazität, wenn sich das realisieren lässt. Eben und auch die Möglichkeit, wenn man unter hoheitlichen Gesichtspunkten möglicherweise eben auch auf ein nationales oder von nationalem Gebiet aus startende und dort auch integrierte Nutzlasten zu starten, könnte eben auch attraktiv sein für eine Anwendung. Also ich glaube, rein politisch hat die Bundesregierung keine großartige Strategie, was sie mit dem Weltraumbereich eigentlich machen möchte. Es ist leider auch so, dass der Beauftragte für den Weltraumbereich von der Bundesregierung mit dem Thema ein bisschen abgespeist wurde, weil er eigentlich Digitalisierung machen wollte und dann das leider besetzt war. Das ist so ein bisschen schade, weil es ist, und das ist das Tolle, wir haben wirklich ganz großartige Unternehmen in Deutschland, die eigentlich den Bereich können. Und deswegen, und da jetzt mal strategisch gesprochen von Europa aus, die europäische Raumfahrt ist wesentlich besser, als wir uns das häufig vorstellen. Deswegen trage ich auch heute wieder mal mein ESA-T-Shirt. Alle laufen mit den NASA-T-Shirts rum und niemand spricht über die ESA. Das ist immer ein bisschen schade, weil wir eigentlich auf A in vielen Bereichen führend sind weltweit, weil wir aber auch sehr hohe Investitionsquoten haben, die man nun selten sieht, weil die immer wieder aufteilen in die einzelnen Mitgliedstaaten. Dann schauen wir mal die ESA Deutschland, das ist natürlich dann relativ wenig. Aber wenn man das zusammennimmt, dann sind wir da auch schon gar nicht mal so weit weg von der NASA. Schon noch weit weg, aber nicht so weit weg. Und deswegen strategisch gesprochen für Europa, glaube ich, dass wir sehen müssen, dass wir uns nicht in diesem Rennen um den Weltraum komplett außen vor nehmen. Weil das ist das, was passiert, wenn wir einfach das Thema hinten wegfallen lassen und sagen, naja gut, Weltraum ist irgendwie so ein Ding, was die reichsten Männer der Welt unter sich ausmachen. Das ist ganz gefährlich. Weil dann machen da Privatunternehmen, was sie wollen, und dann haben wir staatliche Regeln überhaupt nicht mehr. Und die Amerikaner versuchen genau das aktuell, und die Chinesen haben ein ganz anderes Modell, aber auch die sind natürlich sehr, sehr stark im Bereich. Und deswegen ist es sinnvoll, dass wir einerseits Großraketenstarts wie Ariane weiterhin haben. Das geht aber wirklich nur in Äquatornähe, und deswegen, da sind wir aber halt nur sehr begrenzt in Europa, muss man dazu sagen. Und für diese kleineren Starts ist es durchaus sinnvoll zu gucken, okay, wo in Europa können wir wirklich vernünftig starten mit Micro-Launchern, mit auch den Medium-Sized-Launchern. Und deswegen ist es natürlich dann, ja, jetzt auch für mich als Rostocker gesprochen, interessant, wenn zufällig ein Flughafen um die Ecke ist, der durchaus theoretisch machbar wäre. Weil wir müssen ja auch schon auch gucken, wie das Geschäftsmodell der Air-Launches wirklich funktioniert. Das sind ein paar Tests erstmal. Ist es wirklich finanziell nachhaltig? OHB, der Satellitenhersteller, der in Bremen sitzt, die setzen, wie gesagt, eher auf diese Offshore-Plattform. Aber ich glaube, es ist generell sinnvoll zu schauen, okay, welche Möglichkeiten haben wir, und daran auch Flöcke einzuschlagen und zu sagen, okay, wir wollen den strategischen Zugang zum Weltraum uns auch nicht nehmen lassen. Mhm.
Sie hatten jetzt schon mögliches Konfliktpotenzial angedeutet zwischen privatwirtschaftlichen Interessen und staatlichen Interessen. Die Anspielung war jetzt deutlich auch in Richtung Elon Musk, SpaceX, Richard Branson und Jeff Bezos. Ich würde aber gerne erstmal noch auf der nationalen Ebene kurz bleiben. Und tatsächlich ist es ja so, wenn ich richtig informiert bin, dass wir eigentlich von einer Art Flickenteppich sprechen können. Ja, wir hatten jetzt schon von Indien gehört, wir hatten von den USA, auch Brasilien mischt mit und auch einige arabische Staaten sind im New Space tätig. Wie sieht denn zurzeit die Kooperation aus unter den verschiedenen Staaten? Ist die vorhanden? Und wenn ja, gibt es auch Projekte, an denen Deutschland beteiligt ist? Bestimmt, Sie hatten ja jetzt gerade schon auch von der ESA gesprochen, die auch ordentlich investiert, zumindest verschiedenen europäischen Staaten. Aber wie sieht es ja, international aus? Also international ist das Schöne an der Raumfahrt, ist wirklich ein Projekt, wo schon immer eigentlich viel international zusammengearbeitet wurde. Auch in Zeiten des Kalten Krieges haben Amerikaner, Russen und Europäer zusammengearbeitet, und das ist eigentlich eine gute Sache. Wo das ein bisschen vernachlässigt wurde, ich finde das relativ schändlich, ist bei der Frage der internationalen Raumstation. Da wurden die Chinesen von Anfang an rausgehalten. Das ist, glaube ich, problematisch. Jetzt haben wir nämlich eine Situation, wo die Chinesen sehr gut sind in der Raumfahrt, und wir wissen gar nicht immer, wie gut, weil wir nicht mit denen zusammenarbeiten. Und deswegen da immer nur Schwierigkeiten haben, das komplett nachzuvollziehen. Ansonsten kann man aber sagen, dass ich hoffe, das wird sich ändern. Es gibt nämlich Vorschläge von den Russen und von den Chinesen, eine internationale Raumstation neu zu machen. Sie wissen ja, dass die ISS ihren Betrieb aufhören wird in Kürze. Und ich glaube, da sollten wir auch mit an Bord sein. Und dann sollte man auch gucken, es gibt ja auch die Überlegung des Moon Village von der ESA, das heißt, im Orbit des Mondes dann auch noch eine Station aufbaut und auch da, dass man da alle Staaten an Bord nimmt. Das finde ich schon sehr wichtig, weil dann können wir kooperieren. Und das ist ganz ehrlich, die Raumfahrt ist ja mehr eine Menschheitsaufgabe als irgendeine von Mitgliedstaaten. Also den Mond interessiert nicht, ob sie von den USA starten oder aus Russland. Und was momentan zum Beispiel aktiv passiert, es gibt ja diese die Mars-Mission, die Venus-Mission ist halt, geplant wurde von der NASA. Und da zeigt sich auch der Flickenteppich der europäischen Raumfahrt. Der DLR arbeitet da mit der NASA zusammen und baut zusammen mit denen, ich glaube, ein Teil des Satelliten, wenn ich mich nicht ganz erinnere. Ein Teil des Satelliten, der auf dem Venus umschwirren soll. Und gleichzeitig plant die ESA eine ähnliche Mission, wo der DLR auch mit dabei ist, aber was anderes macht und man sich irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, nicht wirklich abstimmt, wer eigentlich was wo gerade macht. Und das ist so ein bisschen das Problem, ich mir denke, okay, wenn wir da halt einfach besser zusammenarbeiten würden, das sind jetzt Forschungsmissionen, aber wir haben auch noch extrem große Probleme, wo es einfach um Sicherheit geht, um Sicherheit von uns auf der Erde, aber vor allem um Sicherheit der Services, die wir momentan haben. Sei es Positionsbestimmungen, sei es Wetterdaten, sei es Forschungsdaten, wie viele Forschungssatelliten wir haben, die müssen geschützt werden und wir arbeiten gerade alle an unterschiedlichen Stellen und versuchen, die zu schützen mit unterschiedlichen Forschungsprojekten und investieren die Ressourcen nicht sinnvoll zusammen, sondern jeder macht irgendwie was und keiner da will sich in die Karten schauen lassen. Also das ist immer das Problem, wer nämlich die Möglichkeit hat, sich abzuschirmen, hat natürlich auch wieder einen Vorsprung gegenüber den anderen und so versuchen wir in Konkurrenzdruck zu sein, anstatt zu sagen, okay, wenn wir einen Sonnensturm haben, dann haben wir das Potenzial, dass sämtliche Satelliten ausfallen. Sofern wir keine Möglichkeit haben, das Problem zu lösen, haben wir alle ein Problem. Und dementsprechend da einfach zusammenarbeiten. Das Gleiche gilt für Asteroiden, das Gleiche gilt für Weltraumschrott. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Angriffe, die möglicherweise gegenseitig auf die Infrastruktur gemacht werden können. Und ich glaube, da ist es sinnvoll, Vertrauen zu schaffen, zusammenzuarbeiten und diese Probleme gemeinschaftlich zu lösen, statt jeder gegen jeden zu spielen und nutzloses Wettrennen zu machen, wäre mir irgendwie schneller. Vielleicht in Ergänzung dazu, ich meine, eigentlich ist Europa ja gerade im Bereich Kooperation im Weltraum eigentlich ein Paradebeispiel, wenn man eben gerade das Thema ESA sieht. Ne? Und ich glaube, wir können da in Europa durchaus auch eine relativ lange Geschichte jetzt eben einer sehr engen Kooperation zwischen den nationalen Raumfahrtagenturen und eben auch im Bereich der sowohl der Weltraumforschung als auch in der Raumfahrt allgemein zurückschauen und zurückgreifen. Ich denke, die Schwierigkeiten liegen jetzt durchaus darin, wie man jetzt sozusagen die Herausforderungen der Gegenwart eben in diesem Modell dann auch aufgreift. Und wie das in vielen Bereichen auf der Welt momentan ist, sind die Herausforderungen durchaus
sag mal, sehr vielfältig geworden. Und die Rezepte, sozusagen, die in der Vergangenheit funktioniert haben, funktionieren so jetzt nicht ohne weiteres weiter. Das heißt, ich muss sie anpassen. Und das sind eben gerade die Herausforderungen, die jetzt sicherlich dann gelöst werden müssen. Beispielsweise eben, sagen wir, die bisherige Art und Weise, wie wir auch von Europa aus eben Transportkapazität geschafft haben und geschaffen haben mit der Ariane, ist durchaus durch andere Entwicklungen eben auf dem globalen Markt durchaus herausgefordert worden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das so nicht funktioniert, aber es ist in jedem Falle eine Herausforderung, jetzt mit sich mit einem sehr dynamisch entwickelnden Markt auseinandersetzen zu können. Wir wissen sozusagen, dass, sagen wir, durch die Kommerzialisierung, ich habe das Beispiel SpaceX schon genannt, es ist sicherlich, man muss den jetzt auch nicht zu Tode reiten, aber es ist sicherlich eine Entwicklung, die so in der Form sehr viele, auch in den USA im Übrigen, auch der etablierten Unternehmen nicht erwartet haben, spielen da viele Faktoren mit rein. Fakt ist jedenfalls, es ist die, sozusagen die Startkosten für Nutzlast eben massiv unter Druck gebracht hat, im positiven Sinne natürlich. Ich habe mir mal so ein paar Zahlen im Vorfeld nochmal notiert. Wir hatten früher mal Startkosten von etwa, kommt immer noch an, wo man jetzt gerade in welchem Zielorbit, ca. 18.000 Dollar pro Kilogramm in den niedrigen Erdumlaufbahnen. Das hatte, je nachdem, welche Konditionen Sie jetzt im Prinzip bei den Kollegen dort kriegen, ist das gedrückt worden auf 2,7 bis etwa 5.000 Dollar. Das sind dann zum Teil Rideshare-Preise, also wo man quasi dann das irgendwo mitfliegen lässt und dann natürlich nicht Möglichkeiten hat, den Zielorbit zu bestimmen. Aber das sind natürlich dann Herausforderungen, die sich dann man auf europäischer Seite dann wieder stellen muss. Die ESA hat meines Erachtens da sozusagen den Ball aufgenommen, indem es eben gerade im Bereich New Space eine ganze Menge an Förderclustern geschaffen hat, also Innovationscluster, die sie im Prinzip jetzt europaweit verteilt. Auch da muss man natürlich gucken, ist es dann nachher flickenteppich, also oder wirkt das wirklich sinnvoll zusammen? Um zum einen Wettbewerb natürlich auch zu fördern, Wettbewerb zu kreieren, aber ihn dann letztendlich auch zu fördern und entsprechend neue Technologien zu fördern. Aber man muss wirklich so sehen, dass in dem Bereich ja wirklich auch in einer globalen Herausforderung stecken. Wir kriegen viel mit davon, was in den USA läuft, was in China läuft, kriegen wir sehr wenig mit. Also außer die Meldungen, die Erfolgsmeldungen, die dann letzten Endes dann nachher in der Presse landen. Und das wird natürlich dann nachher, weil wir im Wettbewerb stehen, da kommen wir dann sicherlich auch nochmal zu, auch eine Herausforderung für die Nachhaltigkeit sein. Ja, weil wir kommen in einen Bereich, wo man jetzt sozusagen Dienstleistungen dann eben auch konkurrierend anbieten möchte. Und dementsprechend braucht man halt dann zum Beispiel nicht mehr ein globales Satellitennavigationssystem. Wir haben jetzt sowieso schon mindestens vier. Also es wird in diese Richtung wahrscheinlich weitergehen. Und das sind eben neue Herausforderungen, die mit der, Sie haben es eben erwähnt, mit der Space Traffic Management Konferenz jetzt auch von Europa aus adressiert worden sind, was ich für ein sehr wichtiges Signal halte, auch sagen wir, aus unserer Luftfahrtsicht spielt eben das sozusagen die Integration auch vom Luftverkehrsmanagement und Raumverkehrsmanagement, also ATM, STM Integration in dieser Übergangsstelle zwischen dem Luftverkehr und der Raumfahrt eben auch eine große Rolle, die eben in dieser Regelung auch mit untersucht werden muss. Es klang jetzt auch vorher schon durch die Frage, welches oder vielleicht auch wessen Recht gilt im All und wonach entscheidet sich das? Und wir haben jetzt auch von steigendem kommerziellen Interesse gesprochen, aber wir sehen ja gleichzeitig auch eine zunehmende Militarisierung. Also Donald Trump beispielsweise, der die Space Force des US-Militärs gegründet hat. Auf der anderen Seite gibt es aber auch gegenteilige Bestrebungen. Das haben Sie jetzt schon angesprochen, Herr Ninas. Und es gibt ja auch die Green European Space Policy, die Ihre Fraktion im Europäischen Parlament im Juni verabschiedet hat, beziehungsweise veröffentlicht hat. Und jetzt dazu mal die Frage, wie sieht denn auch auf Grundlage dieses Strategiepapiers modernes Weltraumrecht aus oder wie kann es aussehen? Da muss ich weit ausholen, leider. Also das Problem ist, was wir momentan haben, als Rechtsrahmen, ist ein Gesetz, ein internationaler Vertrag von 1957. Und der ist davon ausgegangen, also da hatten wir, keine Ahnung, die Anzahl der Satelliten konnte man da wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, ja.
Und da ging es vor allen Dingen darum, die USA waren im Sputnik-Schock und wollten gucken, dass sie den Anschluss nicht verlieren an die Sowjetunion und haben das auch irgendwie auf Augenhöhe miteinander ausgehandelt. Das ist jetzt der Zustand, der eigentlich seit 65 Jahren gilt, der aber so langsam an seine Grenzen kommt, weil wir diesen Vertrag verabschiedet haben zu einem Zeitpunkt, wo man sich viele Sachen nicht vorstellen konnte. Ja, also mittlerweile haben wir 3.800 Satelliten im Weltraum. Das ist verdammt viel, das konnte man sich damals schon nicht vorstellen. Elon Musk plant für eine Konstellation 42.000 Satelliten. Die EU möchte eine ähnliche Konstellation aufbauen, das halte ich auch für sinnvoll. Dafür brauchen wir wahrscheinlich auch um die 20.000 bis 30.000 Satelliten. Nun gibt es Forderungen von verschiedenen Initiativen, Akteuren auch nochmal solche Sachen aufzubauen. Das heißt, in welcher Anzahl haben wir am Ende eigentlich an Satelliten in verschiedenen Orbits, wir haben ja verschiedene Flughöhen. Und mit jedem von diesen Satelliten steigt die Gefahr, dass der Platz einerseits begrenzt ist, dass aber auch wir eine erhöhte Gefahr haben für Schrott, der entsteht. Und wenn einmal, also Sie müssen sich das vorstellen, bei den Geschwindigkeiten, wenn da eine Schraube in den Satelliten reinfliegt, dann hat das die Auswirkungen von einer Handgranate. Wenn jetzt einfach so ein kleiner, selbst wenn es nur ein Kilo schwerer Satellit ist, in irgendwas reinknallt, dann hat das schon verheerende Kräfte. Und die großen Kommunikationssatelliten, die wiegen so 5 bis 10 Tonnen. Ja, also das ist dann noch ganz andere Maßstäbe. Aber das heißt, da müssen wir also schon vorsichtig sein. Und damit hatte das Weltraum, wie wir bisher hatten, eigentlich nach, konnte sich das ja gar nicht vorstellen, dass das jemals so kommen würde. Und dann haben wir noch Fragen von, was ist denn mit Weltraumtourismus? Was ist denn mit Weltraumressourcenabbau? Man könnte ja theoretisch auf Asteroiden auch Ressourcen abbauen. Wem gehört das dann? Privatleute sind überhaupt nicht reguliert. Bisher geht man immer davon aus, okay, der Staat, der den Flug registriert, muss auch dafür haften. Das heißt, wenn jetzt ESA Aerospace zum Beispiel in Deutschland sagt, wir möchten jetzt eine Rakete starten, dann registriert Deutschland offiziell bei der UN diesen Start, jetzt fliegt die Rakete in Elon Musks Falcon Heavy rein, wenn die sich nicht abgesprochen haben oder so, alles explodiert, dann trägt eigentlich Deutschland dann den Schaden, weil wir kein Weltraumgesetz haben, ist das nicht die Regelung, Deutschland darf. Plus, wie hoch ist der Schaden überhaupt, weil wir können dann die gesamte Orbit nicht mehr benutzen, das heißt eigentlich ein gigantischer Schaden für die gesamte Menschheit, den kann man eigentlich gar nicht mehr bezahlen. So, und das sind alles so Probleme, wo wir überhaupt keine Antwort drauf haben. Das heißt, wir brauchen letzten Endes eine neue Weltraumregulierung auf internationaler Ebene. Und da würde ich behaupten, dass die USA zumindest da aktuell gar kein Interesse daran haben, weil sie sind führend in dem Gebiet. Sie haben die ganzen Staatsbürger, die aktuell diesen Platz für sich beanspruchen. Elon Musk ganz nebenbei bietet ihnen an, wenn sie hochfliegen wollen, ja klar, kann er sie da durchnavigieren durch sein Netzwerk an Satelliten. Er sagt ihnen nicht, wie und wo sie langfliegen. Er sagt ihnen nur, wo sie langfliegen können, aber er gibt ihnen keine Karte. Und das müssen sie natürlich bezahlen. Also so kann man den Platz auch kommerzialisieren, den wir halt haben im Weltraum. Und das sind jetzt alles so Punkte, wo ich glaube, wir müssen als Europa zusammenhalten. Wir brauchen als Europa eine Gesetzgebung, die fortschrittlich ist. Wir müssen aber auch wirtschaftlich so eine Relevanz bekommen, dass man mit uns verhandeln möchte. Weil wenn wir uns hinstellen und schreien ein kleines Kind, dann wird auch die USA sagen, ja, macht immer euer Ding. Die haben ihr Artemis-Protokoll und danach sollen wir uns dann richten. Und ich glaube, das kann halt nicht sein. Dafür müssen wir auch zeigen, dass wir das können und dass wir dann fortschrittlich genug sind. Und dann dazu gehört dann, wir brauchen eine internationale Stelle, wo Flüge registriert werden. Das ist nicht jeder Staat für sich alleine bestimmt, wie viele Satelliten man eben hochgeht, sondern das muss dann international reguliert werden. Da muss dann auch klar gemacht werden, wo diese Satelliten sind. Und wir müssen vor allen Dingen schauen, dass wir den Schrott beseitigen. Das heißt, einerseits brauchen die Satelliten, die hochgehen, dann auch ein Todesprotokoll. Das heißt, wenn sie ihre Zeit abgelaufen ist, nach 5 bis 7 Jahren ungefähr, so ganz klein, dass sie sich dann auch selbstständig in die Atmosphäre aufmachen und verglühen und nicht halt als Schrott rumfliegen. Und andererseits müssen wir auch gucken, dass wir die bestehenden Schrottteile auch wieder aufsammeln. Da arbeitet die ESA dran, da arbeitet auch die NASA dran, haben verschiedene Modelle, wie man es machen könnte. Das ist aber noch weit weg von Realität und es ist natürlich extrem teuer. Und wer soll das bezahlen? Also ich finde, da ist dann auch gerechtfertigt zu sagen, okay, jeder, der was hochschießt, der potenziell Schrott verursacht, soll dann bitte auch eine gewisse Weltraumsteuer zahlen für den Platz, den er nutzt, für die Kosten, die der Gemeinschaft verursacht. Und dann halt auch für die Entsorgung mit die Kosten tragen und auch dafür mit haften.
Und das sind so mal die Rahmenpunkte. Dann haben wir noch nicht über die ganzen privatrechtlichen Sachen gesprochen, wem eigentlich welche Teile des Weltraums gehören und wer was abbauen darf. Aber das wären natürlich auch Dinge, die man dann in so einer Stelle vernünftig aushandeln muss. Also es gibt verschiedene Baustellen nach wie vor. Wir haben jetzt gehört, ne, die Regularien, aber gleichzeitig auch, dazu kommen wir übrigens noch, Weltraumschrott und natürlich auch die unterschiedlichen Interessen, die vielleicht auch gar nicht miteinander abgesprochen sind, um das mal nochmal kurz festzuhalten. Daran anschließend jetzt nochmal die Frage, weil wir jetzt mehrfach auch darüber gesprochen haben, über drei Unternehmer, die jetzt zurzeit um die Wette eifern, wer wie hoch ins Weltall fliegt. Wir hatten am 11. Juli um 20.45 Uhr den Jungfernstart der VSS Unity von Richard Branson. Er wird gefeiert, aber auch kritisiert als erster Milliardär im Weltall, wobei international auch gestritten wird, ob er das Weltall überhaupt erreicht hat, weil es heißt, er hätte die sogenannte Kármán-Linie, also die 100 Kilometer über der Erde, nicht erreicht. Vielleicht können Sie das nochmal einschätzen. Genau, und heute, wie gesagt, Amazon-Chef Jeff Bezos, der ja inzwischen auch wieder gelandet ist, der Richard Branson in Sachen Höhe nochmal übertrumpft hat, und für den Herbst hat er auch Elon Musk angekündigt, seinen, ich glaube, dreitägigen Aufenthalt im All, so zumindest die Medienberichterstattung, umzusetzen. Genau, Herr Kaltenhäuser, Sie können sicherlich Aufwand und Kosten gut einschätzen, und auch angesichts der ganzen Baustellen, die es wie gesagt noch gibt, wie realistisch ist es denn, dass in nächster Zeit oder in absehbarer Zeit Weltraumtourismus wirklich ein Thema wird, was vielleicht auch nicht nur für die Superreichen zugänglich ist, sondern vielleicht auch diejenigen, die keine Millionen hinblättern können für Tickets? Ja, durchaus eine nicht ganz unkritische Frage sicherlich in dem Zusammenhang, bei dem wir anfangen, das einzuordnen. Also sicherlich, wenn wir uns anschauen, wann Weltraumtourismus an sich begonnen hat, dann ist das schon eine ganze Weile her, als sozusagen die ersten Plätze in einer Soyuz-Rakete auch gekauft wurden, wo ein Privatmann ins All geflogen ist und auch einige Zeit auf der ISS verbracht hat. Also sozusagen auch im Orbital-Weltraumtourismus ist nicht ganz neu. Die Raumfahrt ist natürlich, gerade was jetzt den Bemannten-Teil der Raumfahrt angeht, ein extrem teures Geschäft, gerade wenn ich eben in die Erdumlaufbahn will. Von daher ist halt auch der Sitzplatz entsprechend teuer, und wenn man sagt, man macht es kommerziell und möchte als Privatmensch so etwas kaufen, dann wissen wir alle sozusagen, dann hängt dann ein bisschen davon ab, was ich an Kosten dadurch auch verursache. Von daher sind damit entsprechend hohe Kosten verbunden. So, das ist der Status im Moment. Aus den Ideen heraus, im Prinzip eigentlich auch ein bisschen der New Space-Bereich, wenn wir so wollen, sagen innovative, eben auch suborbitale Flugkapazitäten im Weltraum zu schaffen. Da hatten wir eben das Beispiel Virgin Galactic mit Spaceship 2, New Shepard eben heute geflogen. Weil man dazu sagen muss, bei New Step Shepard zum Beispiel, das war jetzt der erste bemannte Flug, selber, glaube ich, schon 17 Mal vorher geflogen. Das Spaceship 2 war jetzt auch nicht der erste bemannte Flug, der fliegt ja eigentlich auch mal bemannt, sondern halt jetzt, ja, sicherlich auch. Es wurde vorher schon mal ein Passagier quasi der Firma mitgenommen. Es waren ja jetzt auch entsprechende Mitarbeiter von Virgin, die entsprechend dort mitgeflogen sind, einschließlich des Firmenchefs sozusagen. Es sind vorbereitende Aktivitäten, um eben den Weltraumtourismus im Sinne eben von suborbitalem Tourismus eben anzustoßen. Die Ticketpreise, die da, glaube ich, momentan gehandelt werden, sind so um die 250.000 Euro, Dollar wahrscheinlich. Also sicherlich nichts, was man jetzt nebenbei mal für den Sommerurlaub ausgibt. Auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, also das eine ist, das ist meine persönliche Meinung, ich sehe das Ganze immer so ein bisschen differenziert, wenn man jetzt sagt, ja, Milliardäre schießen sich sozusagen selber in den Weltraum. Wenn ich ein Produkt anbiete auf dem Markt, dann finde ich schon ganz angemessen, wenn derjenige, der mir das anbietet, im Prinzip selber dann auch zeigt, dass er in sein System vertraut und auch selber es nutzt.
Ja, also wenn jemand einen neuen Staubsauger baut und dann, dann möchte er ihn vielleicht auch vorführen benutzen und wenn ich an der Stelle eine Flugkapazität habe, dann glaube ich, muss man auch nochmal unterscheiden, dass die Motivation natürlich, die Branson jetzt an der Stelle natürlich auch in den Raum führt, dass er davon selber geträumt hat, natürlich jetzt glaube ich schon über sozusagen das Ereignis, ich fliege selber im Weltraum noch ein bisschen hinausgeht. Also es ist natürlich der Anfang und der Versuch, eben ein kommerzielles Geschäft dort aufzubauen. Je üblicher das wird, je regelmäßiger stattfindet, je etablierter die Technik wird, je zuverlässiger sie wird, umso günstiger wird sie auch werden. Wie weit man damit gehen möchte, ist eine andere Frage. Aber sagen wir, zumindest ist es eine technologische Entwicklung, die letzten Endes nachher auch neben dem Tourismus selber natürlich auch Potenziale eben auch für die Forschung wiederum bietet. Also ich habe bei solchen Flügen eben eine verlängerte Schwerelosigkeitsphase. Das ist auch bei dem Spaceship 2 Flug letzte Woche im Übrigen auch ein wissenschaftliches Experiment mitgeflogen, was bei der sozusagen Berichterstattung eigentlich komplett unterfallen ist. Von daher sollte man im Prinzip auch im Blick haben, dass natürlich neben diesen touristischen Aspekten durchaus auch diese Aspekte der Nutzung eben auch für andere Aufgaben auch eine Rolle spielen. Jetzt frage ich mich, ob ich Ihre Frage wirklich beantwortet habe oder zumindest zum Teil. Ja, tatsächlich wollte ich gerade daran anschließen und auch die Chancen erfragen. Sie hatten jetzt schon von einem möglichen Erkenntnisaustausch gesprochen. Und ich denke auch, das ist eigentlich das, was Sie auch anstreben, Herr Nienaß, oder? In dem European Space, in der Green European Space Policy, diesen solidarischen Ansatz, miteinander in Kontakt zu treten, sich auszutauschen, sowohl was Forschung angeht, das wird ja ganz klar benannt, als auch sich abzusprechen in den Projekten und Förderungen. Ist denn dieser Gedanke auch übertragen auf diese privatwirtschaftlichen Staats? Also schließt es das mit ein? Ja, also ich habe heute auch dazu noch getwittert, dass sehr viele Leute sich darüber beschwert haben, jetzt fliegen die Milliardäre im Weltraum. Ja, kann man irgendwie doof finden, haben wir andere Probleme, weiß ich auch nicht. Also sicherlich. Aber was der Vorteil von diesen Flügen tatsächlich ist und von dieser privatwirtschaftlichen Sicht, ist, dass wir die Kosten immens senken. Also dadurch, dass wir diesen Konkurrenzkampf in der Privatwirtschaft haben, haben wir wirklich Preise, die extrem geringer sind. Also mal als Beispiel, ein Flug zur ISS pro Person, normale Astronauten, mit dem Space Shuttle hat 280 Millionen Dollar gekostet, eine Person. Und mit der Falcon Heavy, gleicher Flug, also vier Astronauten zur ISS, der erste Mal privatwirtschaftlicher Flug, nur noch 60 Millionen. Das ist natürlich immer noch viel, aber das ist halt auch nur noch ein Bruchteil. Und wenn wir dahin kommen, dass wir die Kosten reduzieren, dann hat das viele Vorteile. Jetzt kann man sagen, okay, also das, was wir heute gesehen haben und auch letzte Woche, das waren natürlich PR-Stunts. Ja. Also da, wie gesagt, ob Branson überhaupt den Weltraum erreicht hat, ist eine ganz andere Frage. Und da geht es ja dann auch darum, wer als Erster jetzt da ist. So, sollen sie machen, weil wir letzten Endes die Kosten senken. Und ich habe da keine so großen Sorgen vor. Das sage ich auch, weil die fliegen dann einmal hoch, die kommen wieder runter, da passiert nicht viel. Das ist so, wie wenn sie eine Silvesterrakete starten. Wo ich Sorgen vor habe, und dazu habe ich nämlich auch getwittert, und das macht mir viel mehr Angst, ist halt eben diese Frage von Superkonstellation. Das ist halt diese Sache, ich schieße 40.000 Satelliten hoch und das kriegt keiner mit. Und darüber redet irgendwie keiner. Ja, alle gucken immer auf die Milliardäre, die mal denen für 3 Stunden ein paar Millionen ausgeben. Aber wenn wirklich Raum eingenommen wird, wo wirklich ein Gefährdungspotenzial für unser gesamtes Zusammenleben besteht, da wird kaum drüber geredet und berichtet. Das finde ich kritischer, weil die Sache ist, was kann bei diesem Staat passieren? Ja, also er kann irgendwas treffen, dann haben wir die einzige Frage, die unreguliert ist, ist halt die, wo müssen ja ganz normal mit dem Luftfahrtgesetz irgendwie reguliert sein. Weil üblicherweise ansonsten auch dafür gesorgt wird, dass letzten Endes, also wenn das passiert, würde zumindest keinen anderen. Genau, aber. Das heißt, das wäre das Einzige, wo man im Weltraumbereich sagen würde, wenn die jetzt in Deutschland gestartet werden könnten, würde ich genau sagen, wer dafür eigentlich haftet. Das ist das Einzige, das ist halt sehr geringes Risiko. Wohingegen, wenn man mal in 40.000 Satelliten in den Weltraum schießt, dann ist ein viel größeres Gefährdungspotenzial für die gesamte Gesellschaft da. Und das finde ich wesentlich kritischer. Und deswegen, ich finde es
ich finde es unterstützenswert, einen privatwirtschaftlichen Konkurrenzkampf, also einen Wettbewerb eher hinzubekommen, weil wir so den Nutzen für die Gesellschaft tatsächlich maximieren können. Aber wir brauchen auch klare Regulierung, damit halt wirklich auch ein Nutzen für die Gesellschaft entsteht und nicht einfach nur Gewinne privatisiert werden und Risiken verstaatlicht werden. Weil das ist das, wo mit dem Rechtsrahmen arbeiten wir aktuell zumindest, dass genau das passiert. Wenn momentan irgendwas passiert, dann müssen wir als Gesellschaft quasi dafür haften und die Superreichen freuen sich noch in Schuhen. Wobei Branson wurde ja vor allem auch, oder ich denke auch die beiden anderen Unternehmer werden vor allem auch dafür kritisiert, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir doch über Nachhaltigkeit sprechen, über Klimaveränderungen, gerade jetzt auch eben diese ja, Vormachtstreben im Weltall weiter umzusetzen, weiter anzugehen. Jetzt haben wir auch schon über das Thema Weltraummüll gesprochen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch dieser Aspekt, der dann in dieser Kritik mit einfließt, so zumindest meine Wahrnehmung in der Medienberichterstattung. Und ich möchte mal kurz ein paar Zahlen geben, die ich vom DLR gelesen habe. Und zwar gibt es zurzeit 16.000 erfasste und katalogisierte Teile, die sich in der Umlaufbahn der Erde befinden, laut DLR, wobei die tatsächliche Zahl, korrigieren Sie mich gerne, wahrscheinlich noch viel höher ist, so zumindest muss man davon ausgehen, nach dem sogenannten ESA-Master- und ESA-Delta-Modell, die das durch entsprechende Daten errechnen und schätzen können. Und daher geht man eher von 750.000 Teilen ab etwa 1 Zentimeter Größe aus und 150 Millionen Teilchen mit einer Mindestgröße von 1 Millimeter in der Erdumlaufbahn. Vielleicht dazu erstmal noch die Frage, wie genau oder mit welchen Methoden wird Weltraummüll überhaupt erfasst und wer ist dafür zuständig, diese Messungen vorzunehmen? Jetzt an der Stelle jetzt auf dem Gebiet unterwegs, wo ich eigentlich dann für Kollegen spreche, das eigentlich ein bisschen besser, dann kann ich es nicht. Aber so die Größenordnung, die Sie genannt haben, ist so erstmal korrekt, spricht auch jetzt meine Informationslage. Wir haben, ich hatte erst noch mal die Zahlen, ich hatte sie für 2020 rausgesucht, da waren es 3.400 Satelliten im Weltraum, 20.000 Objekte größer 10 Zentimeter und 700.000 knapp etwa 1 Zentimeter. Aber wie gesagt, das ändert sich auch die entsprechende Abschätzung. Sie können, knifflig ist insbesondere, hat natürlich die kleineren Teile, also die zig Millionen, die Sie genannt hatten, jetzt im Bereich 1 Millimeter, die kann ich natürlich nicht erfassen. Das ist eine Modellierung. Also ich baue ein entsprechendes Modell aus, überlege mir halt, wie Teile letztendlich auch miteinander kollidieren, um dann wieder zu kleineren Teilen zu zerfallen. Und dann kann man das im Prinzip dann auch hochrechnen. Es gibt verschiedene Verfahren, um Objekte im Weltraum zu erfassen. Das wird zum Teil mit Radars gemacht, das wird mit optischen Erfassungsmethoden gemacht, wo sie entsprechende Objekte dann quasi sozusagen überhaupt detektieren und versuchen auch Bahnen entsprechend zu bestimmen. Man muss dazu sagen, dass dann die größten Kapazitäten in dem Zuge haben die USA an der Stelle. Von dort aus kommen auch sagen wir, normalerweise die Kataloge mit den entsprechenden Bahndaten für die erfassten Objekte. Das sind dann die 16.000 beziehungsweise die 20.000 Objekte größer 10 Zentimeter, die ich nämlich so dann noch erfassen kann. Das ist halt, wenn es so ein bisschen angesprochen, so wie sieht nachher eine Gesetzgebung für den SDM, also für den Space Threat Management Bereich aus? Im Moment basiert fast alles darauf, dass wir auch sozusagen in Europa die Informationen sozusagen von den Vereinigten Staaten bereitgestellt bekommen. Wir haben auch eigene Möglichkeiten zu messen, die sind aber im Vergleich dazu sehr begrenzt. Man arbeitet daran, solche Kapazitäten auszubauen, so ist jedenfalls mein Kenntnisstand. Aber wir sind da noch durchaus eine ganze Ecke von entfernt. Das heißt, man muss natürlich wenn wir nachher sagen, welches Gefährdungspotenzial hat das, dann ist es natürlich so, dass ich sozusagen in Betrieb befindliche Satelliten, die ich aktiv steuern kann, mit denen versuche ich natürlich möglichst bekannten, größeren Trümmerteilen, die ich kenne, von denen ich weiß, wo sie unterwegs sind, denen dann auch auszuweichen. Passiert relativ häufig. Man kann das, in Medien kriegt man es manchmal mit, wenn die ISS mal wieder irgendwie ausweichen muss oder so. Bei Satelliten kommt es auch häufiger vor. Und auch gerade, wenn wir über das Thema Mega-Constellations sprechen, auch da gab es jetzt schon nette Dinge, wo halt zum Beispiel Starlink-Satelliten dann mit OneWeb-Satelliten, die eben auf einer ähnlichen Umlaufbahn unterwegs waren,
letzten Endes, wo ein Kollisionsrisiko berechnet wurde. Das war dann alles nachher nicht so schlimm, wie man es vielleicht befürchtet hat, weil es gibt natürlich eine gewisse Vermessungsungenauigkeit da drin. Und man hat miteinander da entsprechend kommuniziert, um sicherzustellen, dass man sozusagen nachher gut aneinander vorbeikommt an der Stelle. Also diese Informationslage ist kritisch. Es fehlen an der Stelle internationale Regeln, auch um zum Beispiel meine Bahndaten, wenn ich ein Satellitenbetreiber bin, meine Bahndaten auch sozusagen dieser Community zur Verfügung zu stellen. Also manches ist natürlich gut, wenn ich ein unabhängiges Messinstrument habe, was mir Bahndaten liefert. Aber meistens ist ja der Satellitenbetreiber selber auch in der Lage, sehr gut abzuschätzen, wo sie langfliegen. Aber auch dieses Data Sharing, zum Beispiel auch jetzt, je nachdem zwischen welchen Staaten, ist halt eben auch nicht geregelt. Dementsprechend ist das manchmal auch ein Flickenteppich und muss eben gucken, wie man diese Daten erschließt. Also an der Stelle besteht dringender Handlungsbedarf, eben um die Sicherheit dieser sozusagen der Infrastruktur oder der Umwelt, Weltraum, gerade in bestimmten Orbitkonzentrationen eben zu gewährleisten. Und das wird mit Sicherheit eines der großen Themen sein, die ich jetzt auch erwarte in der Zukunft, was ganz gerade das Thema internationale Weltraumrecht und eben das Thema internationales Space Weather Management beschäftigen wird. In dem Strategiepapier, was ich ja vorher schon erwähnt hatte, die Green European Space Policy, wird ja auch ganz klar die EU in die Pflicht genommen, entsprechende Förderungen zu ermöglichen in Projekte, in Maßnahmen. Und vor allem auch, was die Beseitigung von ausrangierten Objekten im Weltall angeht, gibt es denn aktuell bereits Maßnahmen zur Entfernung von Weltraummüll und wie genau funktioniert das? Ich schaue jetzt in beide Richtungen. Ich würde einmal ein Wort zu STM sagen. Also ja, ich hatte eben schon die Konferenz erwähnt, am 7.7., wie gesagt, vor 2 Wochen hat die auf Ratsebene stattgefunden und wir wissen, dass wir im September von der Kommission eine Vorlage bekommen für ein STM, für eine STM-Gesetzgebung oder für eine Initiative. Wir wissen noch nicht genau, wie die aussehen soll. Da hält sich Proton an den Kommissar noch bedeckt, aber die soll auf jeden Fall im September wohl kommen und ich werde auch schauen, dass ich dann für die Grüne Fraktion daran auch arbeite, federführend. Und da muss man dazu sagen, wir haben quasi weltweit, wir arbeiten mit den Amerikanern zusammen. Und dann ist es manchmal so, dass die ESA einen Anruf bekommt aus Houston und dann heißt es so, bitte einmal ausweichen mit dem und dem Satelliten. Und dann gucken wir in unseren Katalog rein und sehen wir gar nicht, warum der ausweicht. Sollen wir das gar nicht auf Kollisionskurs? Und dann heißt es, ja, das Verteidigungsministerium sagt, sie sollen nicht ausweichen. Weil da halt Satelliten natürlich noch in der Unterbahn sind, die sind geheim, die sind Satelliten vom Militär, das gilt für übrigens alle Militärs, also nicht nur die Amerikaner, genauso die Russen, die Chinesen, aber auch die Bundeswehr und die französische Armee natürlich auch, dann haben alle ihre Satelliten da oben, von denen niemand was wissen darf. So, die Ironie dabei ist, die Amerikaner haben ja nicht nur die Umlaufbahn, dass sie wissen, wo ihre Sachen langfliegen, sondern die haben natürlich diese Radarnetzwerke, dass sie genau wissen, welche sonstigen Objekte auf ihnen da sind, die kennen alle Satelliten. Und die Chinesen kennen auch alle Satelliten. Die wissen, was die Amerikaner für Satelliten da haben. Und die Russen wissen das auch. Die Einzigen, die nichts wissen, sind wir. So. Und das macht es irgendwo auch absurd, weil wenn ich geheime Spionagesatelliten habe, die sowieso jeder kennt, dann sind sie auch nicht mehr geheim. Dann braucht man sich eigentlich auch nicht so anstellen, finde ich. Und deswegen hätte ich am liebsten so ein STM auf internationaler Ebene, wo man sagt, okay, keine Ahnung, die Kapazitäten dafür haben, da teilen wir die Informationen uneingeschränkt und die anderen werden irgendwie geblacklistet, dass sie die ganze Information nicht haben. Vielleicht machen die Chinesen, Russen und Amerikaner das auch untereinander, wer weiß. Aber man kann natürlich viel besser arbeiten, wenn ich natürlich die ganzen Messstationen und die Daten davon kumuliere und dann halt vergleichen kann, oh, hier ist noch ein Objekt, das die wissen, das existiert. Oder das kann ja auch einfach ein kleiner Stück Gestein sein oder ein bisschen Schrott oder so, wo man einfach weiß, dass es da ist. Es ist einfach wichtig zu wissen, weil wir dürfen uns in dem Weltraum einfach keinen Fehler erlauben. Wenn wir da zweimal eine Kollision haben, dann können wir eigentlich das gesamte Weltraumabenteuer vergessen. Und dann zu der Frage, wie wir das gerade lösen, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Und da ist es einerseits so, wir haben tote Satelliten, die noch umherschwimmen, die wir gerne natürlich beseitigen würden. Weil es bis vor einigen Jahren noch überhaupt nicht eine Einigung darüber gab, dass man die halt auch in der Atmosphäre verglüht ist. Und da ist das Problem, die kann man auch zurückholen mit verschiedenen Methoden. Aber wer natürlich tote Satelliten zurückholen kann, kann auch
bestehende Satelliten zurückkommen. Und deswegen ist dann diese Anforderung für die Space Force oder auch die Bundeswehr oder wer auch immer, das ist jetzt auch kein Stunt von Trump gewesen, dass man sagt, der verwirrte Präsident, sondern es war halt einfach natürlich eine militärische Entscheidung, die ihm das gesagt haben. Das ist schon so, dass es dann darum geht, diese Infrastruktur zu bewahren und dafür zu sorgen, dass die einen dem anderen den Satelliten anschließen können. Und auch da denke ich, wir können das nur gemeinsam, also wir können das nur so lösen, dass wir Vertrauen miteinander stärken müssen. Und da finde ich, ist die EU ein gutes Beispiel. Auch da hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg man gesagt, okay, wir schauen uns gegenseitig in Karten, was die Produktion von Kohle und Stahl betrifft, damit wir gucken können, dass der andere keine Waffen entsteht. Wenn wir ein ähnliches Modell finden, wo wir sagen, okay, wir arbeiten an dieser Lösung, wie können wir den Weltraumschrott beseitigen, gemeinsam, mit offenen Karten, dann wissen wir auch, dass uns die anderen die eigenen Satelliten nicht abschießen. Und ich glaube, das wäre wirklich eine vertrauensstiftende Maßnahme auf internationaler Ebene, die gleichzeitig hilft, ein ganz großes Problem zu lösen. Und dann gibt es natürlich, also es gibt halt, wie gesagt, auch Beispiele von der ESA, die jetzt gerade versuchen, dann auch wirklich aktiv mit Satelliten hochzufliegen, da ein Netz zu spannen und dann diese Schrottteilchen aufzunehmen. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Es gibt auch Ideen, dass man tote Satelliten wieder mit Treibstoff auffüllt, also dass man so eine Refueling Station, also eine Tankstelle zumindest, in Weltraum setzt. Das könnte man auch privatwirtschaftlich als Business Model irgendwie, als Geschäftsmodell anbringen. Aber das ist halt alles noch sehr fern von technischer Machbarkeit. Das muss man leider auch dazu sagen. Die einfachste Möglichkeit, die leider noch besteht, und die finde ich selber auch nicht so toll, ist, ja, mit Raketen drauf zu schießen und den ganzen Schrott in die Atmosphäre zu bringen, dass er da wirklich verglüht. Das ist eine Verschwendung von Ressourcen, muss man auch dazu sagen. Aber das ist momentan das Einzige, was wir wirklich realistisch machen können. Das hat es doch im Jahr 2007 beispielsweise gegeben. Das war China, die auf diese Weise einen Satelliten ausrangieren wollten und entfernen wollten, wo aber selber auch wieder Weltraumschrott entstanden ist, der jetzt zur Folge hat, dass die ISS auch unter anderem deswegen jährliche Ausweichmanöver. Dieses Manöver war natürlich, also jetzt war ja nicht unbedingt gedacht, um einen Satelliten auszurangieren, so, sondern um zu testen, ob ich einen Satelliten quasi ausschalten könnte, ja. Vielleicht auch einen, der mir nicht gehört. So. Und haben dabei zu einer, also im Prinzip zu einer Vervielfachung des Mülls letzten Endes, des Space Debris in der entsprechenden Bahnebene geführt. Eine Sache, die man heute noch nachweisen kann. Und es gab, das sind diese sogenannten Anti-Satellite-Attacks, die jetzt von der Regelung her, das ist halt auch wieder die Frage, wie man sozusagen sowas vermeiden kann, weil das natürlich in der Tat eigentlich schon ein oder zwei Aktivitäten dieser Art natürlich ganze Bahnbereiche komplett lahmlegen können, weil das einfach kaskadierende Folgeeffekte haben kann. Ich erzeuge eine ganze Menge Trümmerteile, die dann wiederum andere Satelliten gegebenenfalls zerstören, die wieder neue Trümmerteile erzeugen. Dann habe ich den sogenannten Kessler-Effekt, der im Prinzip dann eine komplette Bahn mit Trümmern so sättigt, dass ich dann eigentlich dort keine Satelliten mehr betreiben kann. Von daher sind, ja, das sind so eine, sagen wir mal, die Ausrufungen, die sehr kritisch zu sehen sind in jedem Falle. Was das im Orbit Servicing angeht, das wäre natürlich, sagen wir, das sind natürlich auch alles so zukünftige Lösungen, die man sich vorstellen kann, in der Zukunft eben eine Zunahme des Weltraumes am Leben zu verhindern. Andere Varianten sind sicherlich die, dass es, also es gibt quasi jetzt schon, wie soll man sagen, Regeln des guten Benehmens im Weltraum, zu denen gehört, dass man eben seinen Satelliten, nachdem er sozusagen nicht mehr funktionsfähig ist, aus dem entsprechenden Orbit entfernt. Und entfernen heißt letzten Endes, glaube, für niedrige Erdumlaufbahnen heißt es, dass ich dafür sorge, dass er möglichst dann in der Erdatmosphäre verglüht. Das möglichst auf eine Art und Weise, die ich kontrollieren kann, sodass ich dann nachher auch sagen kann, wenn so ein paar Trümmerteilchen landen, dann doch meistens übrig, dass die möglichst dann irgendwo im Indischen Ozean landen, wo halt wirklich die größte Region ist, wo halt kein Menschenboden oder organische unterwegs sind, wenn ich es halbwegs kontrollieren kann. Oder eben, wenn ich auf geostationären Umlaufbahnen, das ist ja extrem hoch, 35.000 Kilometer, dann habe ich da so eine Friedhofsbahn, wo ich den dann halt hochhebe und den im Prinzip da dann positioniere, wo sie dann letzten Endes sich irgendwann aufhalten werden, wo sie aber keinen Einfluss mehr auf die doch sehr kritische Infrastruktur, weil eben singulär vorhandene geostationäre Umlaufbahnen haben.
Thema, also im Prinzip Space Debris zu, also Weltraummüll zu entsorgen, der schon da ist, ist halt eine große Herausforderung. Wir haben es genannt, auch wieder mit entsprechenden Möglichkeiten, vielleicht einen nicht funktionierenden Satelliten mit einem funktionierenden quasi abzuschleppen oder zum Absturz zu bringen, also aus der, sozusagen dann zu Vergnügen zu bringen. Setzt dummerweise halt auch Technologien voraus, die ich halt auch in andere Art und Weise unfreundlich einsetzen könnte. Was es durchaus immer ein bisschen knifflig macht, sozusagen diese Technologien halt ohne weiteres dann auch zur Anwendung zu bringen. Wird aber wahrscheinlich schon darauf hinauslaufen, dass man, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben zurzeit 3400 Satelliten, viele davon in unseren Erdumlaufbahnen, die haben so bis etwa 800 Kilometer Höhe auch einen Selbstreinigungseffekt der Atmosphäre noch. Das heißt, die werden, ich glaube, bei 800 Kilometer Höhe muss man etwa sagen, so 30 Jahre oder sowas brauchen üblicherweise, bis, alles täuscht, bis die sozusagen dann so weit abgestiegen sind. In niedrigen Umlaufbahnen geht es dann deutlich schneller. Man kann da Maßnahmen auch mit passiven Satelliten machen, die ihre Fläche ein bisschen vergrößern oder schneller dann abstürzen. Aber wenn ich in dem Bereich dann halt wirklich Satelliten entfernen möchte, größere Satelliten, dann werde ich in so ein andockendes Raumschiff, was wir jetzt mal umkommen. Da die Zeit schon so fortgeschritten ist, möchte ich noch eine letzte Frage stellen, aber vorab nochmal der Hinweis, Sie sind auch gleich dran, Sie dürfen auch gerne schon Ihre Fragen bereithalten und vielleicht auch an unsere online dazu geschalteten ZuschauerInnen. Sie können natürlich auch gerne Ihre Fragen stellen, die werden uns dann auch so weiter kommuniziert, sodass Sie auch natürlich Ihre Antworten bekommen. Ich darf jetzt aber noch eine letzte Frage stellen, und zwar auch an Sie, Herr Kaltenhäuser. Das DLR hat sich ja in seiner gesamten Forschungs- und Produktionspraxis den 17 Zielen der Nachhaltigkeit, die von den Vereinten Nationen festgelegt wurden, verschrieben. Und es gibt ganz konkret das sogenannte LENA-Projekt. LENA, jetzt muss ich nochmal kurz hier rüberschielen, steht für den Leitfaden Nachhaltigkeitsmanagement in außeruniversitären Forschungsorganisationen. Und darin sind konkrete Ziele vereinbart, aber auch ein ethischer Reflexionsrahmen. Die Frage an Sie, können Sie sagen, wie in Ihrer konkreten Forschungspraxis Nachhaltigkeit gelebt und integriert wird? Also ich glaube, ich will so formulieren, ich denke, die Nachhaltigkeitsfrage steht letztlich als Überschrift über ganz vielen unserer Forschungsinhalte. Ich hatte gesagt, wir arbeiten ja sozusagen bei uns im Institut für Flugführung jetzt speziell auch an der Fragestellung rund um das Thema des Luftverkehrs. Da ist die Nachhaltigkeitsfrage eine sehr große, aber auch eben eine durchaus Herausforderung. Von daher spielen Nachhaltigkeitsfragen dort allerdings auch schon seit längerer Zeit eine große Rolle, die sich auf viele der aktuellen Forschungsprojekte entsprechend beziehen, ob das jetzt die Erarbeitung von Lösungen ist zur sozusagen Emissionsreduktion, Treibstoffeinsparung, die letzten Endes dann auch einen wirtschaftlichen Betrieb natürlich üblicherweise zur Folge hat, also durchaus Dinge, die auch Hand in Hand gehen können an der Stelle, wo wir jetzt von der flugbetrieblichen Seite, also wir machen ja, wie gesagt, wesentlich sozusagen Arbeiten an solchen Aspekten aus dem Bereich des Flugverkehrsmanagements, der Führung von Luftfahrzeugen heraus, dann versuchen, möglichst effiziente Routen zu finden, möglichst effiziente Treibstoff, also minimalen Treibstoffverbrauch, allein um sowohl wirtschaftliche als eben auch nachhaltige Interessen zu verfolgen. Für den Bereich eben das Themenkomplex, über den wir jetzt sprechen, der bei uns eben in unser Portfolio mit hineinfällt, sehe ich die Nachhaltigkeitsaspekte insbesondere eben auch in einer möglichst sinnvollen Integration wiederum dieser Weltraumaktivitäten und des Luftverkehrs insgesamt, dass wir einen möglichst störungsfreien Betrieb haben, der eben dann keine sozusagen unnötigen Flugwegstrecken zur Folge hat, unnötige Beeinträchtigungen des Luftverkehrs zur Folge hat, was letzten Endes dann auch wieder negative Effekte im Sinne der Nachhaltigkeit hätte. Also das vielleicht als ein paar praktische Anwendungsbeispiele. Ja, vielen Dank. Damit möchte ich gerne die Fragerunde eröffnen. Wenn Sie jetzt Ihre Fragen stellen möchten, dann gerne. Ja. Also im Weltraum, das hat so das ganze Gespräch zum Ausdruck gebracht, das war gesagt, ey, und es wird nicht besser werden, sondern es wird noch enger werden. Das heißt also, es ist für die Wissenschaft, also die Forschungswissenschaft,
im kommerziellen Bereich und im militärischen Bereich eine Möglichkeit eröffnet worden mit dem Weltraum, die Erkenntnis weiterzubringen, auch im negativen Sinne, zum Beispiel im militärischen Bereich. Das macht mich ein bisschen skeptisch, nicht skeptisch, sondern es macht mich irgendwie nicht zufrieden, weil die Probleme aus der Erde, der Menschheit, die auf der Erde leben, in den Weltraum getragen werden. Und genau das, was auf der Erde passiert, diese Widersprüche, die hier existieren, dieses Machtstreben, ob das wird auf allen Gebieten des menschlichen Daseins, wird das ja vorangetrieben. Genau dieses Machtspiel wird in den Weltraum getragen. Und das halte ich für gefährlich. Wir können dem nicht entgehen, weil das ja Menschen sind, die hier arbeiten und gleichermaßen im Weltraum arbeiten und gerade die gleiche Denkweise haben, wie auf der Erde, als auch im Weltraum. Es wäre vielleicht gut, wenn eine ganz allgemeine ideologische Auffassung der Menschen, wenn die von der Erde aus auf eine friedliche Richtung getrimmt wird, die sich dann im Weltraum niederschlägt, also in der Arbeit im Weltraum niederschlägt. Und ich denke mir, da sind wir noch weit davon entfernt und das kann eigentlich froh machen, was sich dort abspielt. Mich jedenfalls nicht. Mich kann er nicht froh machen. Aber es ist nun eben mal Bestandteil unseres Daseins und mit dem müssen wir sowohl auf der Erde als auch im Orbit leben und versuchen, es zu ändern. Und darum denke ich mir, kommt der Wissenschaft, so wie Sie sie vertreten, aber auch den Medien eine entscheidende Rolle zu. Ich finde es immer komisch, wenn Medien berichten, wer wen erschlagen hat und wo eine Bombe explodiert ist, dass 30 Menschen umgekommen sind. Aber wie es mit der Sicherheit der Menschen in ihrem allgemeinen Dasein aussieht, findet man in den Medien wenig konkrete Standpunkte und Positionen. Sie werden von den Einzelaufgaben oder von den Einzelereignissen dann sie als Schatten überdeckt. Und da denke ich mir, ich bin noch nicht ganz so, und da denke ich mir, sollte die Berichterstattung eine sein, die ihr Anliegen in Forschung und Entwicklung und Rechtsgeschehen auf der Erde und im Weltraum betrifft, der und nachhaltiger unterstützt. So denke ich damit. Ja, ich mit der Berichterstattung stimme ich Ihnen zwar zu, aber nun bin ich leider nicht die Berichterstattung, kann mir das so nur wünschen. Aber ich würde auch sagen, dass mittlerweile da so ein kleiner Wandel schon stattgefunden hat, dass mehr Fragen kommen, wie funktioniert das eigentlich, wenn wir so viele Sachen hochschießen, wie kann das eigentlich klappen? Beim Militär sehe ich es ein bisschen anders. Also ich sehe die Gefahr, die wir haben. Aber ich sehe es ein bisschen optimistischer. Das habe ich auch versucht, oder das haben wir auch insgesamt versucht, in diesem Strategiepapier zur Raumfahrt, kann ich Ihnen nur empfehlen, beziehungsweise ans Herzen legen, sich das mal auch anzuschauen, weil wir da nämlich versucht haben, das zusammenzubringen. Zu sagen, die Aufgabe Weltraumfahrt ist eine, die wir nicht mal eben lösen können. Und das ist eine Herausforderung, die auch nicht ein einzelner Staat lösen kann. Und die kann auch nicht die Europäische Union gemeinsam alleine lösen, sondern die geht nur als Weltgemeinschaft. Und wir müssen diese Herausforderung, weil wir so vielfältige Herausforderungen haben, gut und koordiniert lösen, weil sonst haben wir ganz viel verspielt. Sie wissen ja, warum gibt es warum wissen wir noch nichts von außerirdischem Leben? Ja, kann ja sein, dass alle anderen auf ihrem Orbit komplett vermüllt haben und nicht mehr rauskommen. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir also aufpassen. Aber vor allen Dingen auch, wenn wir in Zukunft Wetterdaten haben wollen, wenn wir forschen wollen, also die Möglichkeiten, die uns der Weltraum bietet für Forschung, für Wissen, für Wissenschaft, die sind natürlich immens.
und was das alles für diese Gesellschaft bedeuten kann. Aber das Risiko, mit dem wir da draußen agieren, ist auch extrem hoch. Wir haben zwei Fehltritte und danach ist das gesamte Thema vorbei. Wenn wir zweimal, also wenn wir einen Krieg anzetteln im Weltraum, wenn der erste anfängt, dem anderen die Satelliten zu zerschießen, dann hat niemand mehr Satelliten. So, also das ist quasi die, und auch für den Rest wahrscheinlich der Menschheitsgeschichte, weil das die Sachen vom geostationären Orbit wirklich irgendwann mal wieder hier zurück sein. Das werden wir alle nicht mehr lieben. Ne? Und deswegen haben wir wirklich die Möglichkeit, wir müssen ganz vorsichtig, vertrauensvoll zusammenarbeiten, sonst haben wir gar keine Chance. Und das Risiko, also wenn morgen alle Satelliten, also wenn wir einen Satelliten, eine Kollision haben, dann haben wir in einem halben Jahr später ist der LEO, also dieser Low Earth Orbit, quasi passé. Und allerspätestens 3 Jahre später sind dann alle anderen Orbits auch nicht mehr nutzbar. Und das bedeutet, dass wir dann auch hier auf der Erde auf ein Niveau zurückfallen wie in den 70er Jahren, weil wir keine Ortsbestimmung mehr haben, weil wir keine vernünftigen Wetterdaten mehr haben, weil wir keine Forschung mehr betreiben können aus dem Orbit und so weiter. Das heißt, das ist alles weg. Ich glaube, dieses Risiko ist schon auch allen bewusst, hoffe ich zumindest. Sonst haben wir ein großes Problem. Aber deswegen sehe ich es optimistisch und sage, hoffentlich denken alle daran, was auf dem Spiel steht, wenn wir hier uns nicht vernünftig zusammenlaufen können. Ich will an der Stelle auch nochmal darauf eingehen. Ich glaube, also auch mein Blick ist auch ein bisschen positiver an der Stelle. Warum? Ich fange mal mit der negativen Seite an. Die militärische Nutzung des Weltraums ist im Prinzip mit Beginn der Raumfahrt gestartet. Also der erste Satellit war auch natürlich eine gewisse Technikdemonstration, aber schon wenige Satelliten später ging es dann irgendwann los, dass ich versuchte, aber Aufklärungsdaten letzten Endes zu gewinnen. Also Militär sind schon seit vielen, vielen, vielen Jahren im Orbit präsent. Letzten Endes muss man sich natürlich auch überlegen, mit welchem, also was wird dort gemacht. Und ein Großteil eben der militärischen Funktionen sind Aufklärungsfunktionen, die letzten Endes, kann man natürlich jetzt grundsätzlich über das Thema Friedenssicherung in Zeiten dann natürlich diskutieren, aber die letzten Endes natürlich durch Aufklärungsdaten zu einem Lagebild führen, was natürlich auch eine Lagebeurteilung ermöglicht, die mich gegebenenfalls davon abhängt, sozusagen abhält, unüberlegte Dinge zu machen, weil ich einfach was vermute, was gar nicht da ist. Von daher denke ich, verbinden sich damit durchaus auch positive Aspekte, auch von solchen Arten von militärischen Nutzung. Vermeiden ist sicherlich, hoffen wir alle, dass irgendwo sozusagen der Weltraum im Sinne einer, also dass er irgendwie bewaffnet wird, also nicht nur eine Militarisierung des Weltraums, wie gesagt, das haben wir schon seit ganz langer Zeit, aber eben eine Bewaffnung des Weltraums, das ist eine ganz andere Nummer und die darf und soll so eigentlich nicht stattfinden. Auf der anderen Seite ist für mich die Nutzung des Weltraums aber eben gerade das Beispiel dafür, wie gerade vor den Herausforderungen eben der Raumfahrt und der Erforschung des Weltraums eben auch unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Ideologien dann doch friedlich zusammenarbeiten, weil letzten Endes diese Art von Kooperation zur Lösung eben großer globaler Fragestellungen dort zum Tragen kommt. Das ist, wenn man sich überlegt, 1975, glaube ich, die erste Soyuz-Apollo-Mission, die letzten Endes damals das erste Mal sozusagen, damals die in den Ausbildungen, den westlichen Teil dann zusammengeführt hat im Weltraum. Und wir haben es mit der ISS letzten Endes als Beispiel für solche internationalen Kooperationen auch schon viele, viele Erfahrungen gesammelt. Auf diesen positiven Erfahrungen aufzubauen, das muss das Ziel sein, glaube ich, was dann sozusagen dieses Bild dann auch ein positives Bild umwandeln kann. Ich habe die Meldungen hier im Raum gesehen, aber ich würde gerne dem Online-Sektor die Möglichkeit geben, sich ebenfalls zu beteiligen. Deswegen würde ich gerne Frau Kasten bitten, die Online-Meldungen mal vorzutragen. Sehr gerne. Das sind 2 Fragen. Die erste Frage, wer entscheidet, wann und ob LAVE überhaupt Weltraumbahnhof wird? Und die zweite Frage, die sich anschließt, welche Vorteile für die Region hätte eine positive Entscheidung? Gut. Die Entscheidungsprozesse dahinter sind natürlich komplex. Ich würde es auf zwei Faktoren erstmal zurückwerfen. Wer wann jetzt genau entscheidet, da gehören natürlich politische Entscheidungen zum einen dazu, mit Sicherheit. Zum anderen gehört auch dazu, dass sich sozusagen eine Kombination findet aus sozusagen einer entsprechenden, also einem Startbedarf, also einem direkten
einen direkten Nutzer, der einen entsprechenden der Nutzlasten schießen möchte, in Kombination mit dem entsprechenden Startanbieter und dann der Nutzung des Weltraumflughafens Rostock-Lage, um das Ganze dann zu einer konkreten Mission zusammenzufassen. Das heißt, da müssen sozusagen einige Konstellationen jetzt passend zusammenkommen. Und aus unserer Sicht, wie gesagt, wir haben eine ganze Reihe von Empfehlungen abgegeben im Rahmen unserer Studie an das Land, welche Schritte aus unserer Sicht als nächstes zu gehen sind. Und da geht es jetzt aus unserer Sicht darum, eben zu schauen, wie diese dann umgesetzt werden. Und da sind verschiedenste Entscheidungsinstitutionen für dabei. Ja, Eigentümer von der Lage sind ja die Stadt, der Landkreis und das Land. Das heißt, die können das theoretisch, also müssten das auf jeden Fall mitentscheiden. Die Bundesregierung sollte da auch mitentscheiden, die Landesregierung, also logischerweise doppelt. Für mich ergibt es aber nur Sinn, das voranzutreiben, wenn man es in einem Gesamtkonzept nimmt. Man kann nicht einfach nur sagen, so, wir machen jetzt aus Lage Weltraumbahnhof und dann, keine Ahnung, sind alle Probleme gelöst oder so, sondern da muss man es auch bitte einbetten in ein vernünftiges Konstrukt. Wir haben in Neustrelitz einen Standort vom DLR, der Weltraum, also der Forschung im Bereich Weltraumwetter betreibt und damit sogar weltweit auch führend ist, was sicherlich positiv ist. Wir haben eine gute Universität, die sowohl in theoretischer Physik als auch in praktischen Ingenieursberufen viel Ahnung hat, aber nicht im Weltraumbereich. Das heißt, wenn man das haben möchte, so Weltraumbahnhof, dann muss man das auch ausweiten. Dann muss man auch, also das ergibt das alles keinen Sinn, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also, dass die da an Schiffen und an Fischen forschen und wir, keine Ahnung, 40 Kilometer weiter weg Satelliten in den Weltraum schicken, wäre ja absurd. Also das muss dann auch irgendwie eine Kombination sein und dann muss man auch eine vernünftige Anreiz schaffen für verschiedene Unternehmen, auch dann in Lage oder in Rostock sich anzusehen und dann meinetwegen auch in Greifswald. Greifswald haben wir auch noch große Forschungsstationen. Also von daher, wir haben viel Potenzial, aber dann ist auch nicht nur eine Investition, die man in Lage selber treffen muss, sondern auch ins Umland, damit sich das auch lohnt, damit sich das auch rentiert und damit man diese positiven Auswirkungen auch wirklich haben kann. Und ich glaube, der, wie gesagt, das Potenzial ist da, aber da muss die Landesregierung das auch wollen. Und das bedeutet natürlich auch erstmal Anfangsinvestitionen zu treffen, aber die meiner Meinung nach durchaus zukunftsweisend sind. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal in Zukunft genauer angucken, sowohl mit Neustrelitz als auch mit Lage, als auch mit der Universität Rostock, was da möglich wäre, bevor ich mich jetzt komplett dabei festlegen würde. Es gab ja mehrere Meldungen hier im Raum. Ich glaube, Sie, Herr Schmidt, hatten sich vorhin gemeldet. Ist es noch aktuell? Die Meldung ist nicht aktuell. Ich würde es aber ergänzen, dass unsere Studie, die Herr Kalb also vorgestellt hat, mein Name ist Dr. Schmidt von der DLR, ich bin auch an der Studie beteiligt, dass diese Studie ausdrücklich einen Verbund von verschiedenen Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern und in ganz Deutschland vorschlägt und ausdrücklich vorschlägt, keine Alleingänge zu machen. Weil nur in einem Verbund kann man die entsprechenden Standortvorteile dann auch gemeinsam in der Region und auch in der norddeutschen Region nutzen. Das ist also auch eine Kernaussage, die wir so getroffen haben. Danke. Dann gab es vorhin hier vorne noch eine Meldung. Okay, dann sind Sie dran. Ja, erstmal schönen Dank für die sehr interessanten Ausführungen, die hier von Ihnen gemacht worden sind. Wir sind die Freundin der Raumfahrt aus der Sparkostlein. Ich selbst befasse mich schon seit 60 Jahren mit der bekannten Raumfahrt, seit dem ersten Sputnik. Ich war bei der Fliegerheim aktiv. Und wir versuchen seit 11 Jahren mit unseren Freunden der Raumfahrt besonders die Kinder zu begeistern, nicht nur die Kinder. Herr Jan kann es bestätigen, die Kleinen, sondern auch Veteranen, Neptun-Veteranen. Und die Raumfahrt ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Und wir sehen das auch nicht so negativ, denn wenn wir mit unseren Kindern reden, ich komme dann zu meiner Frage, wenn wir mit unseren Jungen reden, wir müssen mit unseren Jungen reden, wer macht es denn sonst? Die Schule hat keine Zeit. Sagen wir immer, in der Raumfahrt wurde bewiesen, Sie haben es vorhin schon gesagt, man kann friedlich über Grenzen hinweg arbeiten. Jeder Astronaut, jeder Kosmonaut hat die Erde von oben gesehen. Gagarin hat gesagt, die Erde hat keine Grenzen, ist sehr klein, schützen und behüten wir sie. Das müssen die Politiker endlich mal begreifen. Auf der ganzen Welt. Und wir haben es wirklich, die haben es wirklich, Apollo-Sibus. Im Kalten Krieg haben die zwei Siegermächte, die zwei Mächte, die mächtig begegnen, gemeinsam dort oben Kupplungsstützen gebaut, die Dinger zusammengehalten und haben sich dann gemeinsam dort oben begrüßt. Und mit der ISS genauso. Die ISS ist ein Beispiel, dass man friedlich über Ländergrenzen nicht zusammenarbeiten kann. Mit ganzen Problemen. Dabei ist mir auch klar, natürlich, die gleiche Seite ist nicht wegzudenken. Ne? Das ist ganz logisch, dass es
Das ist eine Sache, ich sehe das wirklich so. Und wenn man das alles über die Jahre hinweg verfolgt, und wir machen gerade den 7. Kinderaufertrag, einfach vor dem Oktober wieder, wir machen eine Zeitschiene von China, von Feuerpfeilen bis gestern, bis zur ISS, also toll mit Kindern. Es wird sehr interessant und man macht sich noch ein Bild, gar kein Bild, was interessiert die Kinder. Die wissen mehr als Eltern manchmal. Ja, das wissen wir. Aber jetzt zu meiner Frage. Helene Winde, also ich stimme dazu, da müsste ich aber ganz klar, das war nicht aus. Aber Helene Winde soll ja jetzt Weltkulturerbe werden. Frau Schwesig ist dafür, eine Herrn-Sympathie. Hat man Helene Winde mal ins Kalkül gezogen, wenn man in einer sogenannten Weltraumbahnung für Kleinraketen sagen, also so wird es ja gesagt, Kleinraketen, ne? Ich weiß nicht, wissen muss, ein Ding auf 111 Meter hoch und so, hat dann Helene Winde mal ins Kalkül gezogen. Das ist ja die Wiege. Wenn es da auch wieder gegen der Meinung gibt, ne? Wir haben gerade auch in den letzten Tagen wieder. Ne? Aber dort ist mal die erste Rakete 70 Kilometer hochgeflogen, der meiste Maus keinen Faden hat. Das war eine technische Meisterleistung, das ist natürlich zu Zwecken nicht tun. Das wird ganz groß Vorteil. Aber es war eine technische Meisterleistung, der meiste Maus keinen Faden hat. Und auch die Chinesen waren 45 in Deutschland und haben mit Dame von Frauen Kontakt aufgenommen. Die ersten chinesischen Raketen sind nämlich auf Basis der deutschen Wissenschaft hochgeflogen. Kann man alles oder weiß ich. Aber wurde bei der Mitte mal ins Kalkül gezogen und an Sie habe ich mal eine Frage, bei mir immer Fragen gestellt bekommen, außerirdische. Ich habe ein Dokument vom Bundestag. Bundestag liegt ein Dokument vor, da gibt es was über außerirdische. Ich könnte es jetzt raushören, will ich jetzt nicht machen, aber ist man da irgendwie dran? Hat man eine Kommission oder irgendwas? Kann man da vielleicht noch was sagen dazu? Ich habe es hier, das muss ohne Brille schlecht zu lesen. Und meine dritte Frage, die ich habe, vielleicht, die ich auch noch gestellt von deinem und dem Versprechenden, ich spreche mit sehr viel, wird man die Zukunft es bringen, dass man aus dem Verbot, ich sage mal so, vom Mond was runterholen kann? Seltene Erden, Erze, also war auch letztes Gespräch, habe ich gestern gesagt, ja, kann man da mal was runterholen? Dort, was man dort den Arbeitung und dann irgendwie dann den Kupfer bauen, die ganzen seltenen Erze, dann mal ausfallen von der Erde. Vielleicht diese Frage, vielleicht wäre es möglich, ansonsten tolle Sache. Ich versuche es mal aufzugreifen, Helene Winde. Insofern, gut, wir haben natürlich eine Machbarkeitsstudie bei Rostock-Lage, darauf haben wir uns konzentriert, was das Thema angeht. Wir haben Helene Winde in der Vorbetrachtung, in unseren eigenen Forschungsarbeiten durchaus auch betrachtet. Ich hatte es vorhin ausgeführt, für Orbitalstarts, also sprich den Transport von Nutzlasten im Weltraum, haben wir die Problematik, wir brauchen eine entsprechend lange Strecke über Wasser, die letztendlich für den gesamten Flugverlauf bis zur Erreichung der Umlaufbahn letztendlich so sicher ist, dass ein Abfall und Trümmer im Prinzip keinen Dritten schaden können. Ich muss immer auch davon ausgehen, dass sozusagen leider nicht jeder Versuch technisch einwandfrei läuft und es eventuell zu einem Schaden im Flugkopf, der dann letzten Endes dann auch Trümmer verursacht. Das heißt, die Sicherheitsbetrachtung muss eben vollständig dafür durchgeführt werden. Das ist auch für den Ostseeraum extrem schwierig, das zu realisieren. Deswegen sagen wir für Orbitalstarts ist der Standort jetzt nicht, aus unserer Sicht zumindest erstmal nicht in die weitere Betrachtung gekommen. Wir hatten das uns für Air-Launch-Aktivitäten durchaus auch, wir haben vom Gesicht welche anderen Flughäfen grundsätzlich auch in Frage kommen für solche Aktivitäten. Da haben sich die entsprechenden örtlichen Gegebenheiten in den letzten Jahren halt leider auch ein bisschen in Richtung entwickelt, die jetzt nicht unbedingt sehr vorteilhaft machen, von dort aus, also aufgrund von Baumaßnahmen, ja nicht von der Stadt und Landebahn, sowas direkt in Betracht zu ziehen. Von daher, das sind die einen Aspekte, da muss man natürlich dann auch wiederum sehen, das, was wir hier jetzt für Rostock-Lage betrachtet haben, ist natürlich dann auch eine Infrastruktur, die, wenn wir das jetzt auf den Flughafen beziehen, natürlich eine Erweiterung eines existierenden Flughafenbetriebs darstellt und dementsprechend natürlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten in dieser Art von Mischnutzung zusätzlich zu einer zivilen, militärischen Nutzung eines Flughafens natürlich auch weitere Perspektiven hätte. Das vielleicht dazu. Nutzung Mond, weiß nicht, ja, noch zu sagen. Also, zu Helene Winde, ja, würde ich mich da, glaube ich, anschließen. Also, da sind Sie halt der Experte für und da würde ich dann darauf vertrauen. Wird aber natürlich je nicht sehen, wenn eine Infrastruktur einfach hier viel mehr auf Zubringer und so weiter, das kommt ja auch alles dazu. Aber in diesem Gesamtkonzept, was ich eben erwähnt hatte mit Universität und Neustrelitz, da das auch als ein
Erinnerungsort auch für die Gräueltaten der Nazis da auch mit einzubeziehen, halte ich durchaus auch für interessant und auch für richtig. Dann zu den ausländischen Bundesdefinitionen der Neuen, das zeige ich Ihnen mal. Genau, ja, gerne. Kann ich auch gerne nochmal nachfragen. Ich weiß da bisher von nichts. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall so verschiedene Radioaussendungen gibt, die versucht natürlich mal Rückmeldungen zu bekommen, wo bisher noch nichts zurückgekommen ist. Das ist aber ja auch noch nicht so weit geflogen, weil es ja in der Lichtgeschwindigkeit sich fortbewegt. Und zu den Ressourcen, also darüber habe ich ja auch in meiner Abschlussarbeit geschrieben, zu der Frage, wie wir Ressourcen aus dem Weltraum, also ich habe die juristische Betrachtung gemacht, aber dann natürlich auch nochmal die rein technische Möglichkeit angeschaut und das wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern, bis das möglich ist. Aber es ist möglich, rein theoretisch. Die erste Ressource, die auf dem Mond interessant wird, und da ist dann auch Greifswald ganz interessant, ist Helium-3, weil wir da nämlich große Vorkommen davon haben. Und die könnte man theoretisch dann zurückbringen, wenn die den Wert so hoch haben, dass es sich lohnt. Ne? Also man muss ja immer berechnen. Also wenn Sie einen kompletten Asteroiden aus Gold haben, oder ich weiß nicht, was das wertvollste Material, was wir auf der Welt haben, dann muss das so teuer oder so, Sie müssen das so teuer verkaufen können auf der Welt, dass es sich lohnt, mal eben mehrere Millionen Forschung und dann den Flug und dann die Rückbringung. Und das größte Problem ist die Rückführung aktuell, dass sich das lohnt, das zu machen. Und das ist bisher nicht gegeben, weil wir einfach noch keine Ressourcen haben, die wir so stark benötigen, dass sie so wertvoll wären, dass es sich lohnen würde, bei den aktuellen Kosten diese Rückführung zu machen. Aber rein theoretisch wäre es denkbar, das zu machen. Und ich denke auch, das wird der dritte Schritt der New Space Machenschaften sein. Der erste Schritt ist halt das, was wir jetzt gerade erleben, verschiedene Services durch Satelliten zur Verfügung zu stellen. Also das, was wir schon durch Satellitenfernsehen kennen, das größer verfügbar zu machen für die breite Bevölkerung durch Kleinstsatelliten, sei es Kommunikation, sei es Forschungsdaten, sei es Beobachtungsdaten und so weiter. Der zweite Schritt ist dann dieser Weltraumtourismus, wo es dann darum geht, weil die Leute müssen sie ja auch wieder sicher zurückbringen. Das heißt, da lernt man auch schon wieder sehr viel über diese Rückführung. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass der dritte Schritt der Privatwirtschaft dann sein wird, okay, Ressourcen wirklich abzubauen. Allerdings, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass man die einfach direkt für die Produktion im Weltraum nutzt. Weil das ist, glaube ich, einfacher langfristig gesehen. Also sie haben alle Ressourcen, die sie brauchen, um Treibstoff herzustellen, haben sie im Weltraum. Sie haben alle Ressourcen im Weltraum. Das ist organisches Material so weiter wissen. Aber genau, und das könnten Sie dann da eine Tankstelle aufbauen, mit dem Sie dann die Kosten nochmal senken würden für sämtliche Raumfahrtaktivitäten und so weiter. Aber das ist alles soweit Zukunftsmusik. Also ob wir das noch erleben werden, weiß ich nicht. Ich drücke mir die Daumen, falls wir überhaupt noch rauskommen. Das ist eine andere Frage, genau, ob wir es überhaupt schaffen, so weit zu kommen. Aber theoretisch denkbar ist es und ich glaube, also machbar wäre es. Gibt es noch weitere Fragen? Dann würde ich hiermit gerne die Veranstaltung abschließen. Ich bedanke mich bei unseren Gästen, Herrn Ninas, Herr Kaltenhäuser. Vielen Dank für Ihre Expertise heute Abend. Vielen Dank an das Publikum hier vor Ort und natürlich auch an das Publikum, das sich online dazugeschaltet hat, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr reges Interesse. Für mich war der Abend sehr erkenntnisreich, ich hoffe für Sie auch. Ich darf jetzt noch darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung, wie gesagt, ja aufgezeichnet wurde und in Kürze auch auf dem YouTube-Kanal des Europäischen Integrationszentrums Rostock verfügbar ist. Also wenn Sie noch mal etwas nachschauen möchten, dann schauen Sie doch gerne da vorbei. Ansonsten darf ich auch noch auf eine nächste Veranstaltung hinweisen. Die findet statt am 25. August. Und beschäftigt sich mit dem Thema Slowenien und die Europäische Union. Also kommen Sie auch gerne da wieder her und melden Sie sich vorher an. Sie kennen bestimmt auch die Internetseite des EEZ und darüber können Sie sich sicher auch wieder anmelden. Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank und ich wünsche allen einen schönen Abend.